Moin moin Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play F1 2019 mit mir zusammen Malte, mit Bernie Busch auf seinem Weg zum Ruhm. Und wie ihr schon anhand der Folgenlänge sehen könnt, heute mit etwas Besonderem. Ja, denn wir haben beim letzten Mal den WM-Titel der Fahrerweltmeisterschaft geholt. Wir können uns das ganze Ding nochmal ganz kurz eben fix anschauen gehen. Hier, genau, Bernie Busch ist also Fahrerweltmeister. Aber letztes Mal überraschend in Mexiko aufgrund der Schwäche der Konkurrenz, muss man tatsächlich auch sagen, haben uns den WM-Titel geholt und jetzt war die Frage, wie das hier jetzt weitergeht. Ja, anhand der Folgenden könnt ihr schon sehen, ich habe heute ein bisschen was vor. Nämlich, ich versuche jetzt planmäßig, wenn alles glatt geht, ja, die letzten drei Rennen der Saison in dieser Folge durchzuklappern. Das ist tatsächlich relativ viel, das ist ein relativ straues Programm, deswegen müssen wir uns auf jeden Fall ranhalten, wenn ich da jetzt nicht irgendwelche unfassbar harten Zeitmarken sprengen möchte. Ja, also die Fahrerweltmeisterschaft ist entschieden, die Konstrukteursweltmeisterschaft, ja, ich habe gedacht, es wäre ein bisschen schade, die Saison jetzt nicht vollständig noch mitzunehmen. Also da versuchen wir uns tatsächlich ranzuhalten, dass wir jetzt also durch eine Dreifach-Rennfolge die Saison quasi abschließen und dann am Ende der Folge, Freunde, werde ich auflösen, wie wir die Saison oder wie wir in die nächste Saison reingehen werden. Ich habe da mir jetzt mittlerweile eine gute Platte zu gemacht und weiß, was wir dort also hingehend tun werden. Ja, also dementsprechend drei Rennen stehen diese Woche an, dieses Mal an, nämlich die Rennen in USA, Sao Paulo und Abu Dhabi. Also USA, Brasilien und Abu Dhabi halt selbst. Ja, bin mal auf jeden Fall gespannt, wie wir uns da so schlagen werden. Das heißt, ja, wie gesagt, wir gucken mal eben weiter. Was haben wir vielleicht noch so Grundlegendes zu besprechen? Was muss jetzt noch unbedingt gemacht werden? Fix der Blick vielleicht nochmal eben auf Ziel ab, auf die Ziele. In den nächsten oder letzten drei Rennwochen sollen wir uns einmal als Zweiter qualifizieren. Dafür kriegen wir 600 Ressourcenpunkte nochmal. Rennen in den USA, genauso wie Qualifying, bleibt trocken. Also ist auch schon mal ganz schön zu wissen. Verträge, Rivalen muss ich, glaube ich, jetzt erstmal nichts machen. Führen wir beides auf jeden Fall an. Könnte sogar sein, dass wir das gegen Bottas heute vielleicht noch gewonnen kriegen, je nach Entwicklung. Was vielleicht tatsächlich relevant ist, ist ja hier nochmal die Upgrades. Nämlich, wir sind mittlerweile abgerutscht auf den dritten Platz, jetzt durch also unseren Upgrade-Verlauf. Ja, mittlerweile hat uns dann also Renault überholt, Red Bull marschiert vorneweg, also mittlerweile jetzt noch drittbestes Team. Das heißt, ja, man könnte mittlerweile tatsächlich erwarten, dass es sogar sich da vielleicht noch ein Fahrer mehr als gewöhnlich zwischenschleicht. Auch Racing Point hat nochmal aufgeholt, nochmal einen Satz gemacht nach vorne. Und wenn wir uns in dem hinteren Felde ansehen, so haben wir noch Alfa Romeo, McLaren, die jetzt jeweils ihre Schritte gemacht haben, Ferrari ein bisschen abgerutscht. Dann noch weiter abgerutscht, sogar tatsächlich auf dem vorletzten Platz. Und Haas wiederum befindet sich, die US-Amerikaner, auf dem letzten Platz, die aber auch wieder mit einem Schrittchen herankommen. Also zumindest fällt, ja, würde ich sagen, immer noch relativ eng, wenngleich Red Bull halt vorneweg an der Spitze. Breites oberes Mittelfeld von Renault bis Mercedes. Und dann dahinter noch ein unteres Mittelfeld und dann, also Alfa Romeo, McLaren, Ferrari und da unten dann Haas als letztes Team. Gucken wir nochmal ganz kurz eben fix auf die Teile. Die werden wir jetzt also nochmal einmal tauschen. Turbolader wird es nochmal geben für die heutige Episode Neues. Ansonsten sollen die Rest der Teile planmäßig, vielleicht die Steuerelektronik wird auch nochmal getauscht und der Rest soll ungefähr durchhalten bis Saisonabschluss. Müsste eigentlich drin sein. Auch das Getriebe sieht soweit gut aus. Das dürfte auch bis zum Saisonende jetzt mit die ganze Geschichte mitmachen. Dabei würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Ich starte rein ins Training und wir sehen uns dann gleich im Qualifying. So, wir kommen in die letzten Runden von, letzten Kurven, so was richtig, von Q1. Ich habe mir einfach mal erlaubt, aus zeitlichen Gründen euch direkt mit auf die Strecke zu nehmen. Training also abgeschlossen, dementsprechend hier jetzt gleich schon geht es um die Wurst. Ich denke aber mal, für Q1 sollte das so ein bisschen weit rausgekommen, dennoch auf jeden Fall reichen. Wir gehen über die Linie. Ja, eine Tausendstel hinter Hamilton. Das war jetzt auch noch keine optimale Runde, aber ich denke, das wird auf jeden Fall für Q1 weit reichen. Ja, und so ist es auch. Also tatsächlich, wir kommen am Ende als Drittplatzierter durch Q1 durch. 2 Zehntel Rückstand haben wir. Wie viel sind denn das hier bis zu Platz 10? Ah, so Platz 11, das sind 0,5 Sekunden. Das mit Mediums könnte, glaube ich, etwas zu knapp werden. Dafür ist das Feld doch zu eng beieinander.
Heißt, auf Mediums werden wir die ganze Geschichte wohl nicht angehen können. Heißt, Q2 und Q3 werden dementsprechend beide auch auf den Soft stattfinden. Gucken wir ganz kurz eben, wer rausgeflogen ist. Rausgeflogen sind Kubica im Toro Rosso, ein Alpha, beide Haas und Leclerc im Ferrari. Ja, performance-technisch muss man sagen, bei Ferrari mittlerweile nicht mehr verwunderlich. Auch bei den Haas jetzt auch genauso wie Alpha nicht besonders überraschend. Lediglich weiterhin der Toro Rosso mit Kubica einfach anscheinend eine absolute Fehlbesetzung. Also der kriegt immer noch überhaupt nichts gerissen. Butler übrigens auf Platz 7 eingetrudelt und ja, das passt soweit also auch locker durchgekommen. Ich denke mal, Q2 dürfte uns beide auch kein Problem werden. Schauen wir uns das Ganze mal an. So, selbe Stelle wie in der letzten Runde. Ja, die Runde fühlt sich jetzt bislang ganz ordentlich an. Gucken wir mal, dass wir die auch so durchbringen. Nochmal einmal in die letzten beiden Linkskurven. Und dann ist es auch gleich vollbracht. Dann gucken wir jetzt einmal drauf, gehen über die Linie mit einer neuen Bestzeit, schlagen den Butler und das dürfte, ach, 1:32:1, das dürfte locker reichen für Q3. Gesagt, getan und das mit einer tatsächlich doch deutlichen Wasserstandsmeldung auf jeden Fall. Jetzt ärgere ich mich, die Zeit hätte tatsächlich wahrscheinlich gereicht, sogar um das Ganze hier auf den Mediums durchzuziehen. Ja, also insgesamt 1,2 Sekunden Vorsprung auf Platz 11. Ja, das hätte definitiv gereicht, das hätten wir mit den Mediums machen können. Das wusste ich leider so nicht, das konnte ich aus unserer letzten Runde nicht ablesen. Hätte nicht gedacht, dass ich doch noch wirklich tatsächlich so viel Zeit in Anführungszeichen auf dem Parkett finde. Ja, sind sogar über eine halbe Sekunde schneller als der Renault von Ricardo. Mittlerweile, wie gesagt, Renault eigentlich auch so ein Team, mit dem du jetzt auf jeden Fall leistungstechnisch rechnen musst, sind also auch zur Stelle. Boah, ist aber immer noch, wie gesagt, schönes Stück Lückchen, worauf wir fahren. Hier Butler auf Platz 4 ist also auch auf jeden Fall gut mit dabei, 0,7 Abstand zu uns. Ja, also der Williams hat hier doch natürlich eine Power auf der Strecke, Renault scheint auch ganz gut zu sein. Red Bull hält zumindest mit, muss man so sagen. Diese Woche eher enttäuschend tatsächlich Mercedes, denn unser alter WM-Kontrahent, der gute Bottas, hat es rausgefegt auf Platz 5, auch die beiden Racing Points tatsächlich, trotz ihrer eigenen guten Performance. Ja, auf Q2 tatsächlich ausgeschieden, das ist allesamt nicht so prickelnd. Dafür aber immerhin muss man sagen, Sebastian Vettel und seinem Ferrari hält sich noch ganz gut. Platz 8 dafür, ja, würde mich interessieren, wo tatsächlich deren Original-Power eigentlich steckt. Also Leclerc jetzt in Q1 raus, Vettel in Q3. Naja, gut, muss man gleich mal gucken. Wir gehen dann jetzt also rein in Q3, jetzt muss die Runde nochmal richtig sitzen. Dann können wir uns vielleicht tatsächlich hier sogar die Pole gattern. Gesagt, getan, nun soll es also folgen, die Pole Position. Wir kommen in unsere Runde in Q3 jetzt hier auf die letzten Kurven wieder. Gucken wir mal, dass wir die ganz ordentlich mitnehmen und dann bin ich jetzt mal gespannt, wofür es jetzt hier reicht. Aber ich denke, wir werden hier schon voll out of limit gehen müssen, damit wir hier irgendwie an die beiden Red Bulls rankommen. Ich habe schon gesehen, die haben eine gute Runde gefahren, also eine zweite werden wir auf jeden Fall noch brauchen. Also Pole Position ist das jetzt aus dem Stegreif leider so schon mal nicht geworden. So, jetzt also kommen wir wieder in die letzten paar Kurven. Wie ihr sehen könnt, habe ich noch ein bisschen Zeit gefunden. Ein bisschen ist gut, eine gute halbe Sekunde. Mal gucken, ob wir die jetzt nochmal hier eben umwandeln können in die letzten paar Kurven hinein. Jetzt nochmal auf das Gas drauf, nochmal losgehen und jetzt mit der schnellsten Runde. Und wir knacken sogar die 1:32 und jetzt bin ich mir ziemlich sicher, das müsste Pole-Zeit sein. Qualifikation ist auch beendet, das heißt, wir gehen in die Garage und schauen uns die ganze Geschichte jetzt mal an. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Busch, Gasly und Danny Kvyat. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt, wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Jo, also tatsächlich, letzte Runde haben wir auch nochmal gebraucht, gehen damit jetzt von der Pole an den Start, also die 1:31:9 hat tatsächlich genügt. 0,2 Sekunden sind es ungefähr, die wir auf Gasly haben. Auch Butler in seinem Williams, also unser Williams-Kollege, startet sehr, sehr gut. Auf Platz 4 kann man sich definitiv nicht beschweren. Dahinter dann Hamilton, also nach dieser Top-Riege ein Mercedes, gefolgt von Ricciardo im Renault. Wie beim Toro Rosso, Vettel im Ferrari, wirklich wie gesagt, sehr akzeptable Leistung für die Performance-Stand eigentlich vom Ferrari. Ja, dann haben wir Carlos Sainz im McLaren und den anderen Renault mit Nico Hülkenberg namentlich auf der 10. So also die Startaufstellung am Ende aus Q3 heraus. Pole Position kann man, denke ich, auf jeden Fall zufrieden sein. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch in Punkte ummünzen im Rennen. So ist richtig.
2012 schien sich die launische Up-and-Down-Liebesbeziehung der USA zur Formel 1 endlich zu beruhigen, was wir nicht zuletzt der Fertigstellung dieser wunderbaren Strecke in Texas zu verdanken haben. Seitdem durften wir hier aufregende Rennen erleben, darunter auch die Entscheidung in der WM 2015, als Lewis Hamilton sich vorzeitig den Titel sicherte. Welcome back to the Circuit of the Americas. Die Rennstrecke ist 23 Kilometer außerhalb der Großstadt Austin. Die Spitzengeschwindigkeit hier auf den 5,79 Kilometern mit insgesamt 20 Kurven, 10 links und 10 rechts, geht hoch bis auf 322 km/h. Die besten Überholmöglichkeiten bieten, vor allem mit offenem Flügel, die Kurven 1 und 12. Ein herzliches Willkommen auch an Stefan Römer, der sich heute die Sprecherkabine mit mir teilt. Reden wir über Busch. Was für eine grandiose Saison haben wir von Ihnen gesehen. Der Sieg ist hochverdient. Und da Sie den Titel bereits in der Tasche haben, können Sie völlig unbeschwert in dieses Rennen gehen. Das haben Sie sich einfach verdient. Ich würde zwar nicht von einer makellosen Titelherausforderung sprechen, aber durchaus von einer, bei der viel Konsistenz spürbar war und die gut bewältigt wurde. Ich für meinen Teil hoffe sehr, dass Sie heute etwas Dampf ablassen und uns ein spannendes Rennen erwartet. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Busch startet aus der Pole Position und Devin Butler steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Weber, Carlos Sainz Jr. und Hülkenberg. Norris, Gasly, er hat eine Gridstrafe erhalten. Perez und Danny Quert. Raikkonen, Bottas, Kevin Magnussen und Ricardo. Leclerc, Grosjean, Sebastian Vettel und Lance Stroll. Kubica und Max Verstappen macht die Startaufstellung komplett. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Wegen der Steigung kannst du später in Kurve 1 hineinbremsen. Es ist eine langsame Kurve. Achte also darauf, dir keine Probleme zu machen. Viel Glück! Jo, danke dir, Jeff, auf jeden Fall. Und wie wir sehen können, also scheint das heute mehr ein teaminternes Duell zu werden anscheinend. Denn der Rest des Favoritenfeldes hat sich hier jetzt allesamt mal wieder eine Gridstrafe abgeholt. Also viele Fahrer in letzter Zeit so um uns herum haben mit Gridstrafen an entscheidenden Stellen zu kämpfen, also auch heute wieder. Dementsprechend tatsächlich die beiden Williams, die wenigstens mit Zuverlässigkeit glänzen, Ford 1 und 2. Ja, der gute Stefan Römer hat es ja auch gecallt gehabt, ne? Das ist jetzt vielleicht nicht die dominanteste Weltmeisterschaft aller Zeiten, die wir jetzt hier sehen von uns, aber es ist eine mit viel Konstanz drin. Und das liegt nicht zuletzt auch an der guten Strapazierfähigkeit, die mittlerweile unsere Kiste hat. Schon uns also davor, großartig viele Strafen abzuholen. Eine gut mussten uns ja letztes Mal in Mexiko abholen gehen, aber sonst sind wir eigentlich momentan da immer relativ gut mit dabei. So, was erwartet uns heute? Heute war uns eine Einstoppstrategie. Nach 6 Runden Soft soll es zu 8 Runden nochmal auf die Mediums drauf gehen. Wir nehmen 2 Runden mehr Benzin mit. Ich denke, das dürfte soweit passen. Ich nehme euch dann nochmal mit in die Einführungsrunde, die wir uns dann nochmal gemeinsam jetzt also hier zu Gemüte führen werden. Ich hoffe, ihr habt also auf jeden Fall Bock. Los geht's. Wir gucken uns die ganze Geschichte einmal an. Versuche einmal in jeden Gang zu schalten. Wir müssen vor dem erste Start sicher gehen, Bescheid. Dass die Kupplung funktioniert. Hat Jeff voll gesagt. Wir sollten die Reifen und Bremsen auf Betriebstemperatur bringen. Aber der Motor darf nicht zu heiß werden. Also pass auf, dass die Drehzahl nicht zu hoch wird. Ja, und dann geht's weiter. Also hier mit dem ersten Sektor. Der erste Sektor, ein schnellerer Sektor, ein paar schnelle Kurven. Hier ist vor allem viel Fahrgefühl gefragt tatsächlich. Da hat es mich in den Trainings, ich stehe es ja offen, ein, zwei Mal doch ein wenig rausgehauen. In Qualifying lief das ja aber dann ganz ordentlich, ne? Logischerweise, sonst stehen wir nicht da, wo wir stehen. Das war also dann ganz in Ordnung. Dann geht es weiter hier auf eine kleine schnelle Gerade, ehe es dann jetzt schon in diese scharfe Kehrtwende geht, diese scharfe Linkskurve, gefolgt dann von der DRS-Zone, der ersten DRS-Zone, zweite DRS-Zone umgerechnet im Rennen, ne? Ja doch, zweite DRS-Zone, die andere ist die Start-Ziel-DRS-Zone. Also das sind hier auch gleich am Ende dann die Kurven, beziehungsweise hier die Geraden, wo man gut überholen kann, wenn man es denn müsste. Heißt für uns natürlich umgerechnet die Gefahr jetzt aktuell, wo wir überholt werden könnten, wo wir es nicht haben wollen. Ja, und dann also rein in den dritten Sektor schon, die Statistik hier, ne, sagt mir ein relativ schnelles Rennen, insofern als dass die Rundenzeiten nicht besonders entlang sind. Hier gehen wir auch schon dann rein in die nächste Schafflingskurve. Hier muss man ein bisschen aufpassen, dann muss man ein bisschen tricky beim Rausbeschleunigen. Und dann, ja, seht ihr schon, da sind wir schon wieder dort, wo ihr es soweit kennt. Also, ja, hier auf dem Schreckenabschnitt, der für euch bestens vertraut ist. Dementsprechend würde ich sagen, war es das dann schon von der Einführungsrunde. Wir starten jetzt rein ins Rennen. So, damit kann er nun also losgehen. Der große Preis von USA, Austin.
Sobald die roten Lichter aus sind, geht es los. Der große Preis von Amerika möge er beginnen. Los geht's. Wir gucken, wie wir wegkommen. Boah, Butler nimmt uns mit dem Raketenstart. Zieht direkt mal uns vorbei. Den Rest des Feldes. Upsala, kleiner Leck. Wird uns aber nicht bedrohlich werden. Das heißt, nur unser Teamkollege erstmal uns vorbeigezogen. Spricht schon mal direkt dafür, was für eine Art von Rennen das hier heute wahrscheinlich wird. Ja, also teaminternes Duell, das ist das, wonach es heute riecht. Wir haben uns also eingeordnet auf Platz 2, erstmal hinter Butler vor Hamilton, doch so muss richtig, genau, der auf Platz 3 ist. Ich habe momentan gerade noch ein wenig, muss ich sagen, mit dem vollen Tank zu kämpfen. Den bin ich jetzt so nicht gewohnt auf dieser Strecke und der macht halt schon einen Unterschied in allen Sektoren so ziemlich. Und dementsprechend also muss ich mich mit dem erstmal so ein bisschen akklimatisieren, aber ich denke, danach könnte unsere Pace hier im Rennen schon doch nochmal sich steigern. So, Runde 3. Jetzt also gibt es DRS und damit müsste Butler jetzt fertig sein. Wir ziehen uns ran, saugen uns ran hier im Windschatten, gehen an ihm ganz gnadenlos vorbei, stechen rein in die Kurve und holen uns damit jetzt also nach ein paar Runden unseren ersten Platz wieder. Was für uns gilt, gilt aber leider auch für Butler. Auch er kommt hier an mit DRS, sticht von innen rein, versuchen es aber mit dem Switchback. Er kommt nämlich dadurch ziemlich weit raus durch seine überhöhte Geschwindigkeit. Haben jetzt erstmal die Außenseite, aber für die nächste Kurve die Innenseite können wir uns also erstmal hier im ersten Sektor vorne halten. Ja, und worum es jetzt geht im weiteren Rennverlauf, dürfte relativ offensichtlich werden. Wir müssen gucken, dass wir Butler irgendwie aus unserem DRS-Fenster rausziehen, aber jetzt momentan saugt er sich wieder uns ran, versucht wieder über die Innenseite. Habe ich jetzt so nicht mehr mit gerechnet, dass der Angriff da noch kommt, aber ich denke mal, wir könnten genau aufgrund der besseren Traktion und des Lecks, na herrlich, ja, uns ein wenig davon stehlen. So, wir haben es endlich geschafft. Nach der 6. Runde ist Butler jetzt erstmal aus dem DRS-Fenster raus. Aber ihr habt es gerade schon gehört. Wir sind jetzt auch tatsächlich schon wieder in der nächsten Situation, die das Rennen wieder ein wenig durcheinander kegeln könnte. Nämlich der Boxenstopp, der uns jetzt also zu Runde 6 erwarten wird. So, Runde 6. Von 14. Wir kommen rein von unserem Boxenstopp. Also dementsprechend zieht die ganze Horde ja einmal schön brav vorbei. Wünsche denen viel Spaß. Wir müssen dann mal gucken, wo wir hier rauskommen. Aber ich hoffe weit genug hinten, dass wir ein bisschen freie Bahn kriegen. Was uns momentan noch so ein bisschen fehlt, schöner Stopp, 177, echt nicht übel, ist tatsächlich noch die schnellste Rennrunde. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Eieieiei, da wurde ich erstmal spät rausgelassen hier, also Boxstoppen-Assistenten hat mich hier jetzt gerade ein wenig über Probleme bereitet und wir sind nicht besonders da, wo ich sein wollte, dafür sind wir nämlich noch viel zu nah am Felde eigentlich dran, dass wir hier schnelle Runden drehen können. Oh bitte, ich hoffe, die halten mich jetzt nicht zu sehr auf. Naja, also wirklich lange darf ich mir jetzt hier nicht hängen bleiben. Wir nehmen uns jetzt schon mal direkt hier den Alfa Romeo vor, der in den Kurven ja unfassbar langsam vorhin war schon. Gut gemacht. Im ersten Sektor, das heißt also den haben wir schon mal eingesackt, der kann mich schon mal kreuzweise, aber so wirklich. Da muss ich ein bisschen aufpassen jetzt hier vorne, ne? Jetzt kein Risiko eingehen, aber dennoch versuchen wir möglichst schnell vorbeizukommen, aber das ist eine unfassbare Kolonne. Ne, ich hätte den Boxenstopp weiter hinauszögern müssen, das war, Mist, leider wohl die falsche Taktik. So, der nächste Kandidat, den wir überholen, wird Grosjean sein. Ein bisschen rabiat über die Innenseite, die nächsten Fahrer, die jetzt an der Box kommen. Sehr schön, dürfen wir uns noch mal ein paar Weiz weiter nach vorne spülen. Boah, Junge, jetzt war ich viel zu früh auf dem Gas. Da wollte ich zu viel. Verdammter Mist. Sind sie jetzt wieder kurz hinter Grosjean? Das können wir, glaube ich, noch vor der Kurve hier regeln. Oder mit der Kurve. Nein, jetzt kriege ich dann Leck und er verbremst sie auch noch. Also besser geht es ja wohl gar nicht. Schön, treibt uns auch noch weiter raus. Oh, ey, das läuft gerade so optimal. Macht damit Platz 11. Also im ersten Sektor bin ich fast dazu geneigt, den Grosjean anzuschieben. Jetzt kommen wir aber tatsächlich dank unseres Williams-Motors. Auch er hat zwar DRS, aber das nützt ihm jetzt hier herzlich wenig. Wir gehen ins Bremsduell, sind später auf dem Eisen. Ja, lassen dem wenig Platz hier und machen die Tür zu. Sind dann jetzt dementsprechend also wieder vor dem Haas jetzt auch vorgerutscht auf die 10. So, die restlichen Fahrer sind jetzt auch drin. Wir kriegen nochmal das DRS und da vorne kommt der doch raus, oder? Das müsste Butler sein. Jo, sehr schön. Wir ziehen an ihm nochmal vorbei. Ich hoffe jetzt nur. Achtung, oh, Achtung. Das virtuelle Safety Car ist draußen. Geschwindigkeit verringern und positives Delta beibehalten. Virtuelle Safety Car gibt es jetzt noch. Zu Leclerc. Sie sind aus dem Rennen. Ah, okay, verstehe. Daher weht also der Wind. Drossle deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo.
So, gut, lass mal kurz gucken, was haben wir jetzt hier? Also erstmal ein virtuelles Safety Car. Leclerc ist draußen. Ich muss gucken, dass ich das hier irgendwie so gehalten kriege, dass er mir jetzt hier nicht die Ohren voll nüllt. Aber wir sind... VSC endet. Gleich kommen die grünen Flaggen. Positives Delta bis zu den grünen Flaggen beibehalten. So, ja, okay. Irgendwie das virtuelle Safety Car überstanden. So, das hat mich jetzt gerade ein bisschen irritiert. Wir sind wieder auf Renngeschwindigkeit und sitzen also weiterhin jetzt vor Butler, hinter Verstappen, der noch nicht drin war. Scheint so aber zu sein, als ob wir ungefähr den Abstand von vorhin halten konnten. Wir müssen gleich mal, hoppla, kleiner Leck, einen kleinen Sidecheck machen. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. So, mit Verstappen geht auch der letzte Fahrer an die Box ran. Wir gucken hin und sehen da einen zeitlichen Abstand. Was stimmte der gerade? Von 9 Sekunden? Kann das echt schon, hoppla, kann das echt schon sein? Wäre mir persönlich ein bisschen viel. Muss ich gleich nochmal checken gehen. So, jetzt dürfen wir einen Call kriegen, der schon ein bisschen interessanter ist. Also, wie viel ist es denn jetzt genau? Es sind 3,6 Sekunden. Ja, das passt doch schon erheblich besser. Habe mich vorhin wohl verlesen oder so, keine Ahnung. Also 3,5 Sekunden haben wir jetzt noch für 3 Runden. Ja, wenn ich jetzt keinen gravierenden Fehler mache, dürfte das jetzt eigentlich bis zum Rennschluss so zu halten sein. So, und wenn jetzt alles glatt geht, möchte ich mir noch das eine holen, was mir in diesem Rennen hier noch zusteht. Nämlich, sehr schön, die neue schnellste Rennrunde. Ja, den kleinen Bonuspunkt, der hatte mich jetzt noch geärgert, dass der wohl bei Butler gelegen hätte. Den möchte ich ganz gerne selber nochmal für uns einheimsen gehen. 4,9 Sekunden sind es jetzt mittlerweile sogar, eben durch diese Rennrunde, die wir hingelegt haben. Und mittlerweile haben wir die gar nicht mehr auf Butler, sondern auf Weber Sicht gerade. Das heißt, verstehe, wir haben da sogar ein Duell hinter uns, das den Jungs also nochmal ein bisschen zusätzliche Zeit raubt. Soll mal alles recht sein, also damit dürfte der Rest jetzt hier ziemlich entspannt werden, wenn ich ehrlich bin. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Ja, und recht behalten sollte ich damit also sogar mit meiner Prognose. Also wir sind jetzt in der letzten Runde des Rennens, 6 Sekunden Vorsprung haben wir mittlerweile auf Weber rausgefahren, der jetzt vor Hamilton rumstolziert. Dementsprechend wissen wir also, Butler hat es ein bisschen rausgerissen da, was das angeht. Ich habe vorhin gesehen, dass sie ihn, glaube ich, auf die harten Reifen gesetzt haben. Müssen wir uns nachher auf jeden Fall nochmal anschauen. Wenn ja, war das auf jeden Fall keine so ganz kluge Taktik. Ansonsten, ja, das Rennen hier jetzt 2 Punkte, wo es spannend wird. Also einmal direkt am Anfang, weil Butler sich da vorne weggesetzt hatte, konnten wir dann per DRS-Zone dann am Ende regeln. Das heißt also dorthin gehend dann, ja, mit den klassischen technischen Überholmöglichkeiten, die an die Formel 1 bietet, die Geschichte ja gerade gebogen. Das zweite Mal, wo ich tatsächlich wirklich so ein bisschen Angst hatte, war, als wir hinter Stroll da rauskamen direkt, beziehungsweise Grosjean aufgehalten hat. Das war tatsächlich nicht ganz so schön, aber das konnte Butler wiederum auch nicht so richtig für sich nutzen, beziehungsweise war wahrscheinlich zu viele Fights da vorne gegen die anderen Jungs verstrickt, weswegen es da für ihn einfach, ja, keine Möglichkeit gab, ordentlich Zeit rauszufahren auf uns, währenddessen wieder aufgehalten wurden. Und dementsprechend, ja, sind wir am Ende wieder also auf Platz 1 rausgekommen, quasi nach Boxenbereinigung. Und ja, haben das Ding jetzt, würde ich mal sagen, relativ locker vorweggefahren. Gehen jetzt hier noch in die letzten paar Kurven und holen uns damit den nächsten Sieg, die nächsten 25 Punkte mit dem großen Preis hier von den USA, von Austin. Das war ein hartes Stück Arbeit. Herzlichen Glückwunsch! Das Team von Williams zeigt heute hier deutlich, was in ihnen steckt. Stefan Römer, was denkst du, wie sie dieses Resultat erzielen konnten? Ich denke, es war deutlich, dass der Hauptfaktor auf der Strecke die Geschwindigkeit war. Es klingt nach einer furchtbar vereinfachenden Aussage, aber schnelle Autos gewinnen Rennen, Heiko, und das haben wir heute bei unserem Sieger gesehen. Williams hat heute auf der Strecke eine unglaubliche Leistung abgeliefert. Ich bin froh, dass sich die Anstrengungen des Teams gelohnt haben.
Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Oft zeigt der Fahrer, den ich wähle, ein besonders beeindruckendes Kunststück während des Rennens. In diesem Fall hat mich jedoch die solide und saubere Fahrweise von Max Verstappen begeistert. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Ich bin gleichermaßen erschöpft und aufgedreht nach diesem Formel-1-Wochenende. Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei. Ja, und das war also Part 1 von 3 heute. Also am Ende verdienter Rennsieg für uns. Sehr schön, auch mit schnellsten Rennrunde macht dann auch die Bonuspunkte oben drauf. 26 Punkte machen wir. Wir glückwünschen derweil dann noch Lukas Weber und Toro Rosso für einen sehr starken zweiten Platz. Auf jeden Fall kann man dem Wagen eigentlich nicht so zutrauen. Also ich hätte jetzt auf andere Fahrer da heute durchaus gesetzt. Mercedes mit Hamilton auf Platz 3. Perez tatsächlich mit seinem Racing Point leicht ein schlechtes Qualifying wieder aus. Holt sich Platz 4, also auch nochmal hier schöne Punkte ab. Wir haben dann Butler auf 5, wie gesagt, ich glaube tatsächlich, die hatten sie echt wirklich auf die Harten drauf geschickt. Ich weiß nicht warum, so kann man mir tatsächlich auch irgendwelche Hoffnungen noch auf irgendwelche Konstrukteurspunkte verderben gehen. Ja, damit gibt es also nur 10 Punkte, macht 36 Punkte für Williams am Wochenende, ist denke ich aber trotzdem immer noch auf jeden Fall okay. Wichtig war, dass wir dabei den Rennsieg einsacken. Ja, dann die beiden Red Bulls mit 8 und 6 Punkten, Gasly und Kwiat auf 6 und 7. Hülkenberg holt nochmal 4 Punkte für Renault, beziehungsweise mit Ricciardo sind es sogar 5. Und Verstappen fährt tatsächlich von Platz 20 auf Platz 9, eine sehr beachtliche Leistung. 2 Punkte also nochmal hier für den Racing Point. Ansonsten Bottas, keine Punkte für ihn. Also, ja, so viel zum Thema WM-Konkurrenz. Und 2 Zeitstrafen haben wir auch noch, wie wir sehen können. Wir haben einmal Grosjean und einmal Stroll, die sich beide jeweils einmal 5 Sekunden abholen. Nicht schlecht, Herr Specht, habt ihr auf jeden Fall gut hinbekommen. Und dann noch Leclerc, der halt ausgeschieden ist, also sowieso nicht sein Rennwochenende. Schon mit dem Qualifying war es nicht so prickelnd gewesen, jetzt im Rennen also noch rausgeflogen. Ja, gibt wirklich schönere Wochenenden. Gucken wir nochmal eben fix auf die Rangliste drauf. Ja, Fahrer-WM wissen wir, 93 Punkte, da ja, holt uns halt legitim keiner mehr. Auch Butler konnte zwar jetzt ein bisschen Land wohl gut machen, Fragezeichen, obwohl weiß ich gar nicht so recht, ob der so richtig gut Land gut machen konnte, wenn dann auf Leclerc vielleicht noch, aber mehr als Platz 9 könnt ihr oder dürft ihr eigentlich nicht mehr für ihn drin sein. Wichtiger sind die Konstrukteurspunkte und da, Freunde, sehen wir, sind wir jetzt dran an Red Bull. Das ist also unser Konkurrenzteam, mit dem wir zu kämpfen haben. Da haben wir jetzt heute ordentlich Punkte gut gemacht und sitzen jetzt also tatsächlich einen Punkt nur noch dahinter. Sind jetzt noch 53 bis Mercedes. Das ist wahrscheinlich an nur 2 Wochenenden schwer aufzuholen. Aber zumindest den zweiten Platz tatsächlich, der dürfte jetzt in den letzten paar Rennen durchaus drin sein. Um jetzt auch gar nicht so viel Zeit zu verlieren, machen wir also dann direkt weiter mit den Ergebnissen in der Rivalität. Schlagen dort also unsere beiden Kollegen, sowohl Butler, der es tatsächlich nicht aufs Treppchen geschafft hat, als auch Bottas, der allgemein ein schlechtes Rennwochenende hatte. Das heißt also, dorthin die Vorsprung mal aufgebaut, kriegen noch ein paar Ressourcenpunkte dazu, zu denen muss ich gleich noch was sagen. Ja, kriegen noch ein bisschen Rennbonus oben drauf. Sehr schön, sind jetzt nochmal 83 Punkte. Schön, sind wir bei 1100, die wir insgesamt haben. Du hast dich gut geschlagen. Ich denke, über so eine Leistung kann sich keiner beschweren. Ja, und dann sitzen wir tatsächlich auch schon am Ende dieses ersten Rennwochenendes. Mal ganz fix noch eben eine Sache zu den Ressourcenpunkten, die wir jetzt haben. Wir werden ab jetzt logischerweise, was heißt logischerweise, also wir haben jetzt noch diese 2 Sachen hier offen, aber ich muss jetzt doch mal die Katze aus dem Sack lassen, Freunde. Wir werden jetzt hier nicht mehr weitermachen in der Sachen Forschung. Wir haben jetzt Williams ganz gut abgesichert, also die dürften nächste Saison auch ähnlich darstellen wie diese Saison. Die beiden Upgrades lassen wir außen vor, denn, Freunde, ich werde einen Teamwechsel anstreben. Das lasse ich jetzt zumindest schon mal nach der ersten Folge jetzt tatsächlich außen vor. Das fiel mir jetzt gerade so ein, oder die Katze aus dem Sack, weil ja, muss sie halt loswerden, ne, wenn ich da jetzt das Team wechseln möchte. Dann ist ja nur sinnig, dass wir die Ressourcenpunkte nicht ausgeben, denn die, Freunde, können wir dann zu unserem neuen Team dann später mit rübernehmen. Das heißt, in den letzten 3 Rennen werden wir nochmal ein paar Ressourcenpunkte sammeln. Warum werde ich das Team wechseln, Freunde? Ganz einfach, ich möchte nochmal ganz gern was Neues sehen. Wir haben die Fahrerweltmeisterschaft gewonnen, gut, die Konstrukteursweltmeisterschaft hier nicht. Ja, das lag aber auch einer langen Zeit, wo wir halt George Russell als Kollegen haben und der hat halt nicht viel gerissen. Muss man ganz ehrlich so sagen, das war ein bisschen Teampech, aber Fahrerweltmannschaft, das ist das, worum es primär geht, das ist das, was ich primär beeinflussen kann und das möchte ich ganz gerne haben und die haben uns geholt und dementsprechend möchte ich dann ganz gerne demnächst eine neue Herausforderung haben. Welches der vielen Teams hier rechts seht, welches das wird, Freunde, das dürft ihr dann aber erst, oder das werdet ihr erst mit dem Ende dieser Folge erfahren. Das heißt also, da müsst ihr weiterhin gespannt bleiben, aber zumindest so viel zu Ressourcenpunkten, also weitere Sachen im Bereich der Forschung gibt es damit dementsprechend
dementsprechend jetzt erstmal nicht mehr. Die Ressourcenpunkte werden wir sammeln. Gucken wir mal ganz kurz eben auf den Vergleich drauf. Was haben wir letzte Saison in den USA gerissen? Letzte Saison war Platz 7, das war schon ganz ordentlich. Da haben wir ein paar Punkte eingesetzt. Jetzt also den Rennsieg nochmal eben fertig dazugeholt. Macht damit den ersten Rennsieg wieder seit Sochi. Den muss tatsächlich holen, die letzten beiden Rennen. Also Japan und Mexiko, ja, ohne Sieg ausgegangen. Jetzt also dann wieder mal eingeholt hier in den USA. Freut mich auf jeden Fall. Ja, und dann geht es direkt weiter mit Sao Paulo, Brasilien. Auch dort könnte man sich durchaus was abholen gehen. Sao Paulo, Brasilien ist dementsprechend also logischerweise die nächste Haltestelle. Wir haben noch zwei Nachrichten, da gucken wir mal rein. Logischerweise eins davon, die Wettervorhersage. Die sagt mir Trockenbedingungen auf jeden Fall im Qualifying. Im Rennen könnte das sein, dass das am Anfang eventuell etwas fisselt. Ja, also stehen zumindest Trockenbedingungen auf der Strecke. Wenn das voll bewölkt ist, kann es sein, dass es da auch mal zwischenzeitlich zu ein paar Mischbedingungen zumindest am Anfang kommen könnte. Spricht jetzt so mäßig für uns, müssen wir uns aber erstmal mit abfinden. Ansonsten jetzt mal ganz kurz nochmal eben hier der Blick auch hier wieder in Sachen Forschung. Jetzt also auch das nächste, die wir uns vorbeigezogen, nachdem Renault es also letzte Woche geschafft hat. Jetzt also wir auch überholt worden sind von den Jungs von Racing Point, die jetzt also auch performancemäßig an uns vorbeiziehen. Ansonsten ist das Cluster wieder erheblich enger geworden. Also alles jetzt zwischen der 600 und 700 Punkteskala befindet sich jetzt hier. Also das Feld wirklich sehr, sehr eng. Den größten Satz müsste wohl Ferrari gemacht haben, die jetzt also sich wieder vorschieben. Jetzt also Alpha, McLaren und Haas hinter sich lassen. Zumindest ein paar Teams, die jetzt also wieder bei sich dahinter sind. Ansonsten noch irgendwelche ordentlichen Fortschritte. Ja, Renault schließt jetzt also sogar auf noch zu Red Bull. Also bei denen läuft das performancetechnisch auch ganz ordentlich. Kann man, denke ich, sich auf jeden Fall nicht beklagen. Ja, so also die Performance-Leistung. Theoretisch wird es nur viel besseres Team. Aber wie gesagt, der Abstand ist da noch so unfassbar klein, dass man das eigentlich nicht allzu ernst nehmen darf. Wir blicken nochmal ganz kurz eben auf die mechanischen Teile drauf, haben dort jetzt also die Steuerelektronik noch als letzte, ja, groß verbrauchte Einheit. Jetzt bei 39%, ich würde sagen, die tauschen wir dann jetzt nochmal um auf eine 3% Steuerelektronik zu diesem Rennen hin. Und ansonsten müssen wir, glaube ich, nicht großartig was machen. Das heißt, ich starte rein ins Training und wir sehen uns dann gleich im Qualifying wieder. So, wir gucken dann jetzt mal, also Q1, wofür die Geschichte jetzt hier reicht. Die Pace ist nicht so überragend, tatsächlich leider wie im letzten Jahr, muss man ganz klar sagen. Wir gucken, wir kommen rüber auf der Platz Nummer 4, 3 Zehntel hinter Verstappen in der ersten Zeit. Ich denke, für Q2 sollte das in allen Fall genügen, aber Richtung Q3 kann die Geschichte auf jeden Fall schon spannend werden. Ja, so ganz liegt uns die Strecke zumindest bis hierhin noch nicht, muss ich sagen. Ja, zumindest der erste Blick täuscht darüber nicht hinweg. Also wir haben es tatsächlich geschafft, sind damit in Q2 angelangt. Platz 4 und 5, wir und Butler also relativ gleich auf, zumindest in der ersten Session. Die beiden Mercedes und der Racing Point sind vor uns, hinter uns die beiden Ferraris zumindest, also auf jeden Fall in diesem Wochenende. Der Leclerc deutlich besser unterwegs. Beide Red Bulls haben die ganze Geschichte auf Mediums gemacht. Okay, muss ich jetzt nicht so unbedingt verstehen. Ist gut, wir gucken weiter runter. Irgendeine Überraschung? Ja, tatsächlich. Sergio Perez, also der Fall tatsächlich Verstappen auf 1 weiterkommt, ist Perez draußen auf Platz 16, nee 17 sogar. Mit 9 Zehntel Abstand. Ei, Freunde, ei. Das überrascht mich ja jetzt doch schon ein bisschen. Also die erste Überraschung des Tages hier gleich in Q1. Für Q2 müssen wir ganz kurz gucken. Wir haben jetzt noch minus wahrscheinlich 2 Wagen. Wenn die das hier auf Mediums machen, sind natürlich auf Softs deutlich schneller. Ja, 2, na, ungefähr doch 2 Zehntel haben wir ungefähr Vorsprung. Also wir sollten unsere 1,9 schon tatsächlich fahren. Am besten knapp unter 1,9 in der nächsten Session, damit wir hier weiterkommen. So, Q2. Wir gehen jetzt hier nochmal in die letzten paar Kurven hinein, nochmal auf die Bremse drauf, ehe es jetzt hier auf die Gerade geht. Jetzt wird sich tatsächlich zeigen, wofür die erste Runde denn so nütze war. Ich befürchte aber, die lässt noch ein bisschen an Hoffnung übrig. Ja, wir kommen über die Linie mit einer 1.19.1. Da hätte ich ganz gerne echt noch eine draufgepackt, muss ich sagen. Vielleicht kann man ja doch noch ein bisschen mehr mitnehmen. Schön wäre es auf jeden Fall. Wir gucken mal, dass wir jetzt die zweite Runde direkt hier hinterher packen. Ey, das kann es doch jetzt nicht sein, ne?
Das ist doch jetzt nicht wahr. Jetzt werde ich da von einem Vettel aufgehalten, der hier gerade meint, ja, schluffig, gemächlich, mal seine Runde drehen zu können. Herrlich. Nee, finde ich witzig. Finde ich wirklich witzig. Ja, super. Sowas kann mich echt Kopf und Kragen kosten. Blöder Bockmist, ey. Wirklich, ich sag's euch. Das tut jetzt richtig weh. Mal gucken. Also, ich hatte jetzt vorhin 2 Zehntel eigentlich gefunden gehabt im ersten Sektor. Also, nee, im zweiten war es so rumgesehen. Aber die sind jetzt so gut wie aufgebraucht. Also, ja, 03, 04, 044 sind es am Ende, die ich nochmal draufpacken kann. Bringt uns nochmal einen Platz nach vorne, aber für eine weitere Runde reicht jetzt leider das Benzin nicht. Also momentan steht auf Platz 6. Das dürfte mit Q2 echt eng werden. Korrigiere, ich meine natürlich Q3, aber tatsächlich, wir schaffen es doch rein in Q3. Der Abstand ist nicht groß, wir haben nur ein Zehntel tatsächlich gehabt, also es war die letzte Runde nachzuschmeißen. Es war nicht entscheidend, wir wären auch ohne die durchgekommen, aber es war schon fürs Gefühl dann doch ein wenig besser. Mal gucken, ausgeschieden sind beide Ferraris, Kubica im Toro Rosso, dieses Mal aber deutlich weiter vorne als beim letzten Mal. Ein Alfa Romeo, Raikön, hat es tatsächlich immerhin in Q2 geschafft, also auch auf jeden Fall eine gute Leistung für ihn. Und ja, Renault, Hülkenberg, Freunde, hat es tatsächlich auch nicht gepackt, also hier hat es tatsächlich ein prominentes Opfer erwischt. Dafür aber recht überraschend, wie ich zumindest finde, Lando Norris im McLaren, hier tatsächlich auf Platz 10 unterwegs, also durfte sich noch eine Session weiter mogeln. Ja, mit der Pole Position muss ich sagen, bin ich zumindest momentan der Meinung, habe ich nicht viel zu tun. Also klar, man hat mich vorhin noch einen guten Zehntel, vielleicht anderthalb Zehntel beraubt, aber das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nach vorne sehe, sage, wir landen hier auf jeden Fall auf Pole Position. Also wir müssen uns schon echt strecken jetzt hier, alles sehr, sehr dicht, sehr, sehr eng beieinander. Aber zwischen 1 und 10 ist hier tatsächlich alles möglich. Oder ja gut, sag mal 3 und 10, so roundabout. Gut, dementsprechend auf in Q3. So, dann wollen wir mal gucken. Also, letzte Kurve jetzt hier nochmal in Q3. Dann wollen wir jetzt mal richtig pushen gehen jetzt hier nochmal auf der Geraden. Nochmal schön den Williams-Motorvorteil ausspielen, den wir hier haben. Die Runde fühlte sich gar nicht mal so schlecht an. Bekommen wir die Linie mit einer neuen schnellsten Rennrunde. Schnellste Runde. Gut gemacht. Und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr ordentliche Leistung. Das muss man schon so sagen. Also das war schon mal ein Ausrufezeichen und so gut wie ich jetzt aus der ersten Kurve rauskomme, würde ich glatt eine zweite hinterher drehen wollen. Ja, und die zweite Runde möchte ich nicht missen, denn die sieht, letzte Kurve nochmal, relativ ordentlich aus. Tatsächlich noch 4 Zehntel, ey, sag grad die Motten. Die war jetzt nahezu perfekt, also da wüsste ich jetzt nicht mehr viel Verbesserungspotenzial. Erster Sektor, zweiter Sektor waren richtig, richtig stark. Der dritte Sektor ist auch in Ordnung, gibt nochmal eine neue schnellste Rennrunde. Das war die schnellste Runde. Oha, da habe ich jetzt tatsächlich mal richtig Pace gefunden, da habe ich es das erste Mal geschafft, hier keinen einzigen kleinen Fehler zu machen. Die gesamte Rennrunde wirklich, wirklich perfekt abzuhandeln, dementsprechend also ist es eine 1-8-2 und damit bin ich mir sicher, werden wir sehr weit vorne im Feld landen. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Busch, Ricardo und Dani Kvyat. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Ja, und tatsächlich überraschend, also dann doch die Pole Position geworden. Hat mich jetzt ein wenig wirklich rausgehauen hier, aber die Pace in Q3 war auch von den anderen hier nicht so überragend, muss man sagen. Also da waren welche in Q2 wirklich von den Jungs hier schneller als in Q3. Gut, soll mich nicht stören. Wir haben tatsächlich eine wirklich optimale Runde rausgehauen. Am Ende eine 1-8-2-4-2. Das ist wirklich schon eine starke Kampfansage. Aber wie gesagt, die Runde war auch absolut perfekt. Also das war wirklich on point Leistung geliefert. Genau das, was du eigentlich im Qualifying brauchst, ist richtig. Aber also verlasst euch drauf, die Runde fahre ich jetzt gleich im Rennen, nicht jede Runde. Das war schon wirklich sehr, sehr stark, jeden Punkt perfekt erwischt, damit kann man auf jeden Fall zufrieden geben. Das heißt, wir starten auf der 1. Der Renault ist auch sehr, sehr stark unterwegs gewesen, tatsächlich von Ricardo. Also Ricardo auf jeden Fall auch hier mit einem Ausrufezeichen. 3 und 6 sind die beiden Red Bulls, Butler auf 7 und die beiden Mercedes auf 9 und 10. Ja gut, gucken wir mal, wie sich das gleich nach Gridstrafe etc. pp. So auswirkt. Wir kennen den ganzen Spaß ja. Und eines steht definitiv fest, hier beim Großen Preis von Brasilien wird die Bühne für ein großartiges Schauspiel aufbereitet. Titelentscheidungen, Kummer, Triumphe und brasilianische Glücksmomente, alles das wird Sie hier in Hülle und Fülle auf dem Autodromo José Carlos Pache erwarten. Heute befinden wir uns auf der Rennstrecke von Interlagos, die es auf 4,35 Kilometer Länge bringt und eine der wenigen Strecken ist, die gegen den Uhrzeigersinn gefahren wird.
15 Kurven, 9 links und 6 rechts warten auf die Fahrer. Und es wartet ein sehr anspruchsvoller Mittelsektor. Aber noch wichtiger natürlich der dritte, denn dort wird fast die ganze Zeit Vollgas gefahren und am Ende vor dem Senna S ist die beste Überholmöglichkeit der Strecke. Für das heutige Rennen darf ich an meiner Seite erneut Stefan Römer begrüßen. Lass uns über Charles Leclerc sprechen. Wie so oft geht es natürlich um Zuverlässigkeit. Und ja, in der Tat werden Sie heute von einer sehr ungünstigen Position aus starten, da Sie einige Triebwerkskomponenten ausgetauscht haben. Das wird heute alles andere als leicht für Sie. Jeder muss während seiner Karriere mal mit Strafen und Zuverlässigkeitsproblemen zurechtkommen. Und dann musst du einfach in die Hände spucken und irgendwie da durch. Heute geht es nicht darum, ein Wunder zu erwirken und den Wagen dort zu positionieren, wo er eigentlich sein sollte. Es geht vielmehr um Schadensbegrenzung. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Busch startet aus der Pole Position und Max Verstappen steht daneben. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Norris, Gasly, Devin Butler und Hamilton. Bottas, Hülkenberg, Raikkonen und Daniel Ricciardo. Wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Kubica, Kvyat, Sebastian Vettel und Stroll. Perez, Magnussen, Lukas Weber und Carlos Sainz Jr. Grosjean und Charles Leclerc komplettiert die heutige Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Die Meisterschaft bereits gewonnen. Du kannst dich entspannen und das Rennen genießen. Ja, so zumindest also der Plan. Startaufstellung hat tatsächlich sich wieder ein bisschen durcheinander gewurschtelt. Wie gesagt, ein paar Gridstrafen waren zu erwarten gewesen. Butler dementsprechend auf 5, wir auf 1. Neben uns jetzt, kann ich das ganz kurz nochmal irgendwie sehen hier? Nee, darf ich jetzt wieder nicht. Okay, alles klar. Also auf jeden Fall wäre anders als eigentlich geplant. Ich glaube, ein Racing Point war das, ne? Kann das sein? Entschuldigung. Naja, wir gehen auf jeden Fall mal rein in die Strategie, gucken uns mal kurz an. Eine 1-Stop-Strategie, 2x9 tatsächlich hier geplant. 9 Runden auf den Softs, 9 Runden dann auf den Mediums. Heißt wiederum, sollte es zu einem Safety-Car kommen in Runde 5, 6, kann man immer noch auf jeden Fall auf die Mediums wechseln. Das heißt, da müssen wir nicht irgendwie auf die Harten gehen. 2 Runden mehr Sprit ist mir tatsächlich hier auf Interlagos ein bisschen zu viel. So richtig überholen ist nämlich hier tatsächlich schwierig. Wie gesagt, das Ding vielleicht beim Senna S jetzt direkt bei Start Zielgerade ist so die einzig große Chance. Eine gibt es noch vielleicht nach der anderen DRS-Geraden. Also das will ich mir auf jeden Fall mit euch nochmal kurz angucken. So, wir gucken mal, dass wir jetzt hier mal eben kurz zum Start wegkommen. Also die Einführungsrunde. Aber wir müssen uns das Getriebe ansehen. Und das hier ist das Senna S direkt. Die Bremsen müssen etwas zu tun bekommen. Also lass sie arbeiten und wärme bitte die Reifen auch gleich auf. Ja, das Senna ist so einer der großen ersten Hürden jetzt hier im Rennen. Das wird auf jeden Fall nicht ganz so witzig, muss man sagen. Also das ist auf jeden Fall schon so ein Punkt, wo man ein bisschen drauf achten muss. Dann geht es weiter. Jetzt hier, also das gerade war die erste DRS-Gerade jetzt hier von zwei, die wir haben. Dort könnte vielleicht auch noch was gehen. Jetzt sind wir eigentlich schon in diesem Mittelsektor drin, wo überholen, ja, schwierig ist. Also wir wissen aus dem letzten Jahr, es ist nicht unmöglich. Wir haben im letzten Jahr uns auch ja sehr, sehr gut hier auf dieser Strecke präsentiert. Platz 2, ich ende nur mal dran, das hat tatsächlich das in der Saison das einzige Podest oder der einzige Podestplatz, den wir geholt haben. Waren auch sehr, sehr nah dran gewesen eigentlich am Rennsieg, aber den haben wir uns am Ende dann nicht holen können. Heute würde ich das ganz gerne etwas anders halten, heute möchte ich den ganz gerne bekommen. Ob das Ganze auch so funktionieren wird, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber es sieht ganz gut aus. Ja, das ist also der Mittelsektor, ihr habt es gesehen, viele Kurven, wenig Überholchancen. Jetzt sind wir eigentlich auch schon im Bereich, den ihr soweit kennt, das heißt, wir gehen rein in die Startaufstellung. So, und damit kann er nun gleich beginnen. Der große Preis von Brasilien. Ja, wir wollen heute tatsächlich hier den Sieg abholen, der uns in der letzten Saison verwehrt geblieben ist. Ob es tatsächlich funktioniert, werden wir gleich erst sehen. Wir gehen mal auf das Gaspedal. Sobald hier die Geschichte fertig ist, geht's los. Auf geht's, die erste Runde. Jetzt hier auf Interlagos hat begonnen. Wir kommen so mäßig gut weg. Verstappen setzt sich vor uns. Kleine Berührung hier direkt schon mal. Senna ist, wie gesagt, ist nicht so schön. Ja, da ist auch der kleine Hinweis, dass wir eine Kollision mit Verstappen verursacht haben. Bleiben am Ende zumindest auf Platz 2. Konnten Smith noch vor Gasly setzen, aber wirklich schön war das nicht. Ich schalte mal eben aufs fette Gemisch um. Und jetzt beginnt also dann die Aufholjagd auf Verstappen. Also einen Platz am Start verloren. Ah, der Start lief jetzt noch nicht so prickelnd. Wir haben jetzt auch keinen Windschatten. Hinter uns droht jetzt tatsächlich ein Red Bull vielleicht mit einem Angriff. Noch traut er sich nicht. Verstappen hat schon über eine Sekunde Abstand gewonnen. Eieieiei. Oha.
Das sieht tatsächlich nicht so gut aus. Also ich glaube, nach vorne sollte ich nicht so schnell denken. Meine Gedanken sollten sich tatsächlich eher nach hinten orientieren. Und auch jetzt wieder auf dieser Gerade könnte jetzt der Angriff des Red Bulls vielleicht erfolgen. Ja, da versucht es auf der linken Innenbahn. Wir gehen auf die Bremse, gucken mal, dass wir ihn zumindest irgendwie, ja, genau, hinter uns lassen. Gelingt uns auch. Also Platz 2 zumindest können wir weiterhin verteidigen, aber ja, nach vorne wird die Geschichte doch eher etwas schwierig. Das Auto hinter dir fällt pro Runde um etwa 3 Zehntel zurück. So, wieder ein Angriff von der Innenbahn des Red Bulls ist das hier wieder, von Pierre Gasly. Dieses Mal könnte es ihm auch gelingen. Ich habe leider den Korb gerade mitgenommen. Sind jetzt auf der Außenbahn jetzt hier für die rechte schnelle Kurve. Leichte Berührung auch hier wieder, sagt er mir. Ich gehe jetzt mal lieber über die Außenbahn. Noch enges Rad-an-Rad-Duell jetzt hier mit dem Franzosen. Wir können ihn aber hinter uns lassen. Also das ist wirklich ein Fight, der kostet mich auch blöderweise ein paar Zehntel echt nach vorne hin. Verstappen jetzt schon gefühlt fast über alle Berge. Also das ist unfassbar, was der Junge hier für eine Pace hat. Also da kann ich bislang auch gar nicht mithalten. Kleine Wasserstandsmeldung aus Runde 4-5. Also Verstappen vorne weg. Ja, so weit weg, da brauchen wir uns drum kümmern. Wir wirklich in diesem Zweikampf mit Pierre Gasly, der immer mal wieder sein Glück versucht. Jetzt auch tatsächlich die neue schnellste Rennrunde hinlegt. Deswegen hat er jetzt hier so einen Druck drauf. Also der fährt einfach erheblich schneller als wir. Ich weiß nicht, wie lange wir es schaffen, ihn hinter uns zu halten. Er kriegt jetzt nochmal das DRS auf dieser Geraden hier. Deswegen ich befürchte, dass er jetzt hier endgültig vorbeiziehen dürfte. Da kommt er nochmal über die Innenseite. Wir sind nochmal auf der Bremse. Ich versuche das nochmal irgendwie zu retten. Ja, reicht noch in dieser Runde. Aber lange bis nicht mehr vorhalten. Dafür zumindest mal die Lücke dahinter etwas größer. Also ein Top-3-Platz. Das ist so das, was momentan zielmäßig wahrscheinlich drin ist. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Ja, dann schmeiß mal deine Strategie rüber. Du möchtest in Runde 11 erst auf die Mediums. Können okay, machen. Geht in Ordnung. Können wir machen, ich möchte nicht wieder so doof im Felde enden wie das letzte Mal. Dann gehen wir dieses Mal etwas später auf die Mediums, so ein kleines bisschen länger draußen bleiben, mal gucken, vielleicht nützt uns das ja was. So, was Verstappen angeht, kämpfen wir uns langsam Runde für Runde ran. Es waren mal 2,5 Sekunden, das dürfte mittlerweile schon ein bisschen weniger geworden sein. Wir gucken jetzt mal rauf, so zur Runde 8 hin, was ist es jetzt noch? Es ist eine 1,6 noch. Gasly holt sich nochmal die neue schnellste Rennrunde ab. Also die dürfen wir tatsächlich nicht kriegen. Also dafür ist der Kollege hinter uns einfach zu schnell. Aber es reicht für ihn bislang noch nicht zu überholen. Jetzt befürchte ich aber tatsächlich, könnte ein Angriff kommen. Er kommt ganz gut raus aus dem Sender. Es zieht direkt hier neben uns. Jo, jetzt dürft ihr uns in der Tasche haben. Wir gehen nochmal auf Eisen. Aber ja, das war's tatsächlich. Jetzt hat der Red Bull uns bekommen. Also in Runde 8. Wir rutschen ab auf Platz 3. Aber vielleicht gibt es jetzt tatsächlich auf der Geraden für uns eine Chance zum Kontern. Wir saugen uns ran im Windschatten von Gasly, ziehen jetzt neben ihn, kriegen das DRS, sind in der Innenseite, können an ihm vorbeiziehen, sehr schön. Und holen uns unseren zweiten Platz wieder. Natürlich, blöderweise, kosten uns diese Fights jetzt hier wieder ein bisschen Zeit auf Verstappen. An dem wäre ich trotzdem echt ganz gerne dran gewesen. Dafür reicht es noch nicht. Du wirst mit Mediums weiterfahren. So, jetzt ist die Frage, Runde 9. Gleich dürften die ersten Fahrer reinkommen, plus wir könnten jetzt hier das DRS kriegen. Ja, zumindest das kriegen wir auf jeden Fall auf Verstappen. Das heißt also jetzt keine Angriffsmöglichkeit hier für den Jungen vom Red Bull. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 6,3 Sekunden. Junge, da habe ich jetzt gerade so eine Pace ein wenig unterschätzt. Da waren wir gerade sehr raketenmäßig dran gewesen am Verstappen. Alles klar, also das heißt in den nächsten Runden könnt ihr nach vorne was gehen, solange es irgendwie schaffen, DRS-Fenster zu bleiben, plus... Ja, wir können dadurch auch sehr, sehr galant jetzt gerade mal eben den Red Bull Gasly hier Kollegen hinter uns halten. Also das ist hier vorne wirklich ein Dreikampf par excellence. So, wir haben jetzt mittlerweile Runde Numero... Gute Frage, was haben wir eigentlich jetzt hier? Runde Numero 11, richtig, genau. Also Boxenstopp-Zeit ist jetzt angesagt. Wir kommen rein hinter Verstappen. Gasly war jetzt letzte Runde reingegangen. Jetzt tatsächlich wird die spannende Frage sein, wer kommt hier wie wo raus? Wie gut läuft das, die ganze Geschichte jetzt hier? Also, Zeit für den Boxenstopp. Kommt, Jungs, gib mir eine gute Zeit, gib mir eine gute Zeit. Los geht's. Ah, shit. Auf Renntempo sein. Fertig. Los also jetzt. Es reicht nicht, um an Verstappen vorbeizuziehen. Keine Boxenstopps mehr geplant. Jetzt bleibt nur die Frage, wie sieht das jetzt hier aus im Vergleich zum Red Bull, im Vergleich zu Pierre Gasly? Es sieht so aus, als ob wir tatsächlich vor ihm wenigstens rauskommen. Das heißt, wir sind exakt hinter Verstappen dran, der jetzt auf der Innenlane schon verteidigen geht. Ne, das ist aber mir noch ein bisschen zu früh. Mit dem kalten Reifen möchte ich da jetzt nur ungern reinstechen.
Also wir sind jetzt quasi in allen Konstellationen drin, vorne noch Raikön noch draußen ist. Das heißt, den können wir eigentlich getrost ignorieren. Also unser Dreikampf hat also dementsprechend weiterhin einen tollen Bestand. So, diese Runde jetzt aber müsste Verstappen völlig sein. Wir kommen sehr gut raus in Richtung Gerade, ziehen an ihm vorbei, nehmen das DRS mit, haben die Innenseite. Tschüss Verstappen, herzlich willkommen. Jetzt Platz Nummer 1, weil Raikön jetzt auch in der Box ist. Also übernehmen damit jetzt kurzzeitig die Führung. Die Frage ist, wie sieht das jetzt dann im offenen Schlagabtausch mit den anderen Fahrzeugen dann gleich aus? Natürlich, logischerweise haben sie jetzt DRS, aber vielleicht schafft es der Gasly ein bisschen Verstappen zu attackieren. Das wäre jetzt so mein Wunschszenario für die nächsten paar Runden. Umstellen auf Mischung 2. So, Runde 13. Wir kommen nochmal Richtung Start und Ziel gerade. Ich habe den Verdacht, dass wir jetzt die neue schnellste Runde hingepackt haben könnten. Das sah mir sehr gut aus und es ist tatsächlich so. Das ist eine neue schnellste Rundenzeit für dieses Rennen. Sehr schön. Das heißt, der Bonuspunkt liegt jetzt sogar auch bei uns. Das heißt, also selbst wenn wir es nicht schaffen würden, Erster zu werden, wir würden es abstauben. Aber momentan geht hinten die Taktik wunderbar auf. Verstappen und Gasly attackieren sich da gegenseitig und verschaffen uns die Möglichkeit, jetzt hier ein wenig davon zu ziehen, ein wenig Richtung DRS-Fenster raus. 1,4 Sekunden sind es tatsächlich schon. Oh Leute, das sieht sehr gut aus. Könnte es sein, dass wir doch hier vielleicht schaffen, unseren Rennsieg zu holen? Jo Leute, und es sieht so aus, als ob wir von den Fights da hinten extrem profitieren. 3,2 Sekunden sind das jetzt auf Verstappen und Gasly. Bei nur noch 2-3 zu gehen in Runden, das sieht doch jetzt schon famos gut aus. So, wir kommen rein für die letzte Rennrunde. Und einer großen Gefahr sind wir hier nicht mehr ausgesetzt. Wir machen wahrscheinlich nochmal eine neue schnellste Rennrunde in dieser Runde. Ja, sehr schön. Also nochmal eine 1:10.551, wenn ich es gerade richtig gesehen habe, die wir nochmal oben drauf kriegen, sind damit jetzt in der letzten Rennrunde. Runde 18, 4,8 Sekunden, 4,9 Sekunden Vorsprung haben wir uns wieder rausgefahren. Verstappen und Gasly halt wirklich hardcore am Fighten. Und das war für uns halt wirklich sehr, 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 sehr wichtig, dass wir es irgendwie mal gebacken kriegen, hier unseren ersten Platz abzuholen, dass wir irgendwie mal, ja, nach vorne kommen, dementsprechend das Duell den anderen beiden Jungs zu überlassen und jetzt sozusagen dann den Verstappen vom Anfang machen, währenddessen der da als weggezogen ist. Machen wir dasselbe jetzt hier gegen Rennende, kommen jetzt nochmal hier in diesen kurvenreichen Sektor, belohnen uns damit, also jetzt auch nach einem guten, intensiven Fight in diesem Rennen, nach einem doch etwas härteren Wochenende hier in Interlagos, also ich habe zumindest ein bisschen echt mich hier tief reinknien müssen, auch weil die Kurvenstruktur eine andere ist als noch vorher in Austin, ne, alles relativ eng hier auf der Strecke, das ist noch ein bisschen anders, das ist noch ein bisschen anspruchsvoller, aber wir kommen jetzt Richtung Startziel gerade nochmal über die Linie, 5 Sekunden Abstandsmarke sogar nochmal geknackt, sehr schön, das ist der nächste Sieg, das sind die nächsten 26 Punkte für Bernie Busch. Gut gemacht, P1 für uns, weiter so. Und wieder ein fantastischer Sieg für Williams. Stefan, was hat sie im heutigen Wettbewerb von den anderen abgehoben? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Und da sind sie schon. Ich freue mich immer besonders, wenn die kleinen, die unabhängigen Teams Erfolge erzielen. Williams hat eine sehr lange Formel-1-Geschichte und da ist es immer besonders schön, sie oben auf dem Podium zu sehen. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Mein Fahrer des Tages ist Charles Leclerc. Er war heute nicht aufzuhalten auf der Strecke und hat seinen Konkurrenten mit Leichtigkeit auf die Plätze verwiesen. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Der aktuell Führende der Meisterschaft hält die Position, aber der Abstand wird kleiner. Ein weiteres herausstechendes Team war heute Williams, die wieder Boden in der Rangliste gut machen. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
Ja, also ergebnistechnisch Platz 1, da haben wir jetzt unseren Sieg, also den wir in der letzten Saison noch nicht ganz abholen konnten. Jetzt also hat es gereicht, auch relativ dominant die Geschichte. Sind unsere Rennen ja lang genug eingegangen oder häufig genug eingegangen. Also gesagt, die beiden Streithähne hier, Verstappen, Gasly, gut, dass wir die hinter uns lassen konnten. Also ich hatte mich eigentlich da schon so mehr oder weniger mit dem dritten Platz angefreundet gehabt, aber ja, der Medium Stint hat es noch ein bisschen überworfen. Da hatten wir tatsächlich die Pace gehabt, die ein Verstappen nicht mehr so gehabt hatte. Und dann, wie gesagt, Gasly schön den Verstappen da zum Fraß vorgeworfen, ne, dann schön gegenseitig gebattelt. Also das lief sehr gut für uns. Nichtsdestotrotz für Racing Point ein sehr erfolgreiches Wochenende. 18 Punkte für die. Auch Red Bull darf, denke ich, zufrieden sein. Platz 3 Gasly, Platz 7 Kvyat sind auf jeden Fall auch mal einige Punkte. Unser Teamkollege befindet sich auf Platz 6, holt ebenfalls nochmal 8 Punkte obendrauf. Macht für unsere Rangliste 34 Punkte in den Konstrukteuren, die wir damit nochmal einfahren. Das heißt, ein paar mehr dürften das auf jeden Fall sein als Red Bull. Und dementsprechend dürfen wir vor denen zu finden sein. Dann haben wir jetzt noch hier Hamilton auf Platz 4, immer 12 Punkte. Renault auch, Hülkenberg hier gut vertreten, nochmal zweistellige Punktzahl, 10 Punkte für die. Dann eine große Überraschung, oder die größte Überraschung des heutigen Tages für mich persönlich tatsächlich Alfa Romeo. Kimi Räikkönen auf Platz 8, 4 Punkte für ein Alfa Romeo, das ist nicht übel. Altmeister Räikkönen also zeigt uns, wie es geht. Gute Arbeit auf jeden Fall von ihm. Dann ebenfalls ein Renault hier noch, also 12 Punkte insgesamt für Renault, derweil es 13 für Mercedes sind. Ricardo Bottas ergänzen jeweils die Punkte hier. Ansonsten irgendwelche Ausfälle haben, glaube ich, dieses Mal nicht zu beklagen. Nein, tatsächlich nicht. Lediglich der McLaren von Sainz relativ weit hinten, auch Norris aus P3 gestartet, auf 13 abgerutscht. Das war kein gutes Rennen tatsächlich für ihn. So, gucken wir dementsprechend mal auf die Rangliste drauf. Wir sehen hier also unverändert, wir jetzt tatsächlich 107 Punkte Abstand auf Hamilton sogar nochmal, also die 100er Marke hier geknackt. Mal gucken, ob wir die im letzten Saisonrennen dann gleich verteidigt kriegen. Butler derweil, ja, läuft jetzt Richtung 100 Punkte Marke, die dürfte er wahrscheinlich auch noch knacken. Fraglich ist nur, ob er es noch im letzten Rennen irgendwie schafft, an Perez und Leclerc vorbeizuziehen. Na, muss man mal schauen. Ist auf jeden Fall nicht das letzte Wort gesprochen, was das angeht. Dann der Blick auf die Konstrukteursrangliste für uns deutlich entscheidender. Wir konnten also jetzt an Red Bull vorbeiziehen, haben auf die jetzt 12 Punkte Abstand. Das ist jetzt auch noch nicht so brutal viel. Derweil wir jetzt auch dann den zweiten Platz übernehmen konnten, immerhin. Auch Racing Point machen Satz nach vorne, überholt jetzt Ferrari, zieht damit vor auf Platz 4. Wir sind dann jetzt hinter Mercedes hinten dran, 32 Punkte sind es, das heißt, wir müssten Platz Numero Uno holen mit Bonuspunkt, dann sind wir bei 26 und 8 Punkte, das heißt, Sekunde, mal ganz kurz gucken, Butler müsste nochmal 6. werden, im Idealfall sogar 5. eigentlich, besser, damit wir nicht punktgleich sind und beide Mercedes dürfen keine Punkte holen. Also ich halte es schon für sehr unwahrscheinlich. Ja, da müsste jetzt tatsächlich doch schon ein Wunder passieren, damit wir das, damit wir die Konstrukteursmeisterschaft jetzt im letzten Rennen auch noch gewinnen. Also ich denke mal, die Fronten sind da ziemlich festgefahren. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall ein gutes Wochenende für uns hier in Brasilien. Somit heißt es also auch nach diesem Rennen für uns wieder ein Blick in Richtung Rivalität. Auch hier wieder beide Fahrer locker in die Tasche gesteckt. Ja, Butler hat doch nicht so ganz 100% Pace, um damit uns mitzugehen. Und auch ein gewisser Valtteri Bottas hat jetzt ja im letzten Rennen ordentlich federn lassen. Ja, 3 Punkte sind es noch. Das heißt, im letzten Rennen dürfen wir ziemlich sicher noch die Rivalität gegen Bottas fertig machen können. Gegen Butler, die wird leider auslaufen. Das werden wir so nicht mehr bekommen. Zumindest ein paar Bonuspunkte gibt es noch oben drauf. Aber Ressourcenpunkte, wir gucken mal ganz kurz, wie viel das hier sind. Okay, darf ich jetzt noch nicht sehen. Na gut, da habe ich das gerade übersprungen. Solche Platzierungen machen sich gut beim Verhandeln. Gern mehr davon. Sieht aus, als wäre einer deiner Rivalen auch zu einem historischen Event eingeladen. Das könnte eine gute Chance sein, eure Rivalität für die Presse hochzuspielen und deinen Ruf zu fördern. Ja, also insgesamt sind 2200 Punkte, die wir haben. Wir gucken mal ganz kurz die Komponenten, aber die müssten ja allesamt das letzte Rennen so machen. Also auch der Check bestehen die quasi alle beide. Auch die Getriebeteile hier, das sieht ganz gut aus. Das heißt also noch einmal der Blick hier auf die Trophäen, bevor es dann weitergeht. Also erneut der Sieg, jetzt hier eingefahren nach Austin, USA. Jetzt also aus Sao Paulo in dieser Folge einen Doppelsieg geholt. Letztes Rennen dann also jetzt in Abu Dhabi dürfte man relativ entspannt angehen. Wie gesagt, Konstrukteurswertung dürfte eigentlich wenig gehen. Ja, schauen wir nochmal, was sich da entwicklungstechnisch tut. Und dann natürlich nach dem Abschluss der Saison, ne, Freunde, wisst Bescheid, also dann gleich der Teamwechsel, der dann auch noch ansteht. Ja, und damit sind wir also auch schon jetzt also am letzten Rennwochenende in Abu Dhabi. Wir sind beim großen Saisonfinale. Wir gucken noch auf die Wettervorhersage. Alles andere als trockenes Wetter hätte mich aber auch in diesen Regionen hier überrascht. Das sieht also ganz gut aus. Ja, die Entwicklungs- und Leistungsvergleiche, das schauen wir jetzt sofort nochmal rein. Wir gucken nochmal eben
Hierher, Vertragswert, dein Wert. Oh ja, der geht mir weiter natürlich massiv nach unten, weil Vertragswert, weil wir sind einfach jetzt nicht mehr theoretisch so leistungsfähig hier. Gucken mal ganz kurz drauf, was sich hier im Verlauf getan hat, nochmal zu dieser Woche hin. Also wir sind jetzt nochmal abgerutscht auf einen Mittelfeldplatz, hinter uns jetzt Ferrari. Wir also jetzt momentan unterwegs auf dem Platz Nummer 6 tatsächlich nur noch. Oh, da haben wir auch tatsächlich jetzt doch schon ein bisschen Absturz hinter uns. Wenn gleich einfach das Feld zu eng ist. Ich meine, nach oben hin, da tut sich ja nichts. Aber wir sammeln uns einfach jetzt alle auf relativ hohem Niveau. Die Kisten sind sehr beieinander. Das spricht auf jeden Fall für ein paar spannende Rennen. Ah, mal gucken. Nächste Saison natürlich jetzt durch die Reglementsänderung dürfte das alles ein bisschen auseinander navigieren. Wie gesagt, welches Team wir dann gleich nehmen, das werdet ihr dann nach dem Rennen sehen. Jetzt heißt es erstmal so ein bisschen in den letzten Rennen gleich nochmal Abschied nehmen vom Williams, ne, für diese geilen zwei Saisons auf jeden Fall, die wir gehabt haben. Wir gucken nochmal ganz kurz in den Trophäenschrank, das fällt mir gerade auf, das habe ich jetzt vorhin vergessen, das hätte ich nochmal tun dürfen, zumindest insofern, als dass ich nicht drauf geachtet habe. Was haben wir in Abu Dhabi letzte Saison gemacht? Platz 5 war es letzte Saison in Abu Dhabi, das war auch einer mit der besten Rennergebnisse des Jahres. Heißt also, das dürfte eigentlich für uns auch hier widersprechen, vielleicht eine zumindest Top-3-Platzierung auf jeden Fall mal anzupeilen. Das ist zumindest die Streak seit der zweiten Saisonhälfte, seit Belgien, seit Spa, dass wir dauernd auf dem Podium stehen, dass wir die zumindest jetzt im letzten Rennen nicht nochmal abreißen lassen. Das wäre nochmal ganz schön, das wäre nochmal so ein schönes Ende hier bei Williams, das würde ich nochmal ganz gerne so mitnehmen. Ansonsten, wie gesagt, die Ressourcenpunkte werden ja dann verwendet im neuen Team. Wir lassen den Rest hier soweit bestehen und schauen dann, würde ich sagen, mal ins Training, beziehungsweise ich gehe rein ins Training und wir sehen uns dann gleich zum Qualifying wieder. So, damit also sind wir nun in Q1. Ich bin jetzt mal gespannt, was die erste Runde so hergibt. Dafür sollte es aber trotzdem reichen, auf jeden Fall, um hier sauber durchzukommen. Wenn wir hier keinen Fehler mehr jetzt im dritten Sektor hinlegen, dürfte das eigentlich reichen. Wir müssen uns hier für die absoluten Anfangsplatzierungen eigentlich nicht so den Arsch aufreißen. Die Pace des Wagens ist okay, sie ist jetzt nicht überragend. Liegt daran, dass die Strecke einfach sehr, sehr kurvenlastig ist. Immer wieder so Sektoren, wo wir uns ein- und abbremsen müssen. Und oh, ich könnte mich etwas verschätzt haben. Ich glaube, ich sollte die zweite Runde doch noch besser nachlegen. Sicherheit geht hier vielleicht, glaube ich, sogar tatsächlich vor. So, schuldig. Ich denke aber, wenn wir jetzt nochmal mit dem stärksten zweiten Sektor des heutigen ersten Qualifyings da jetzt dann nicht weiterkommen, dann weiß ich auch nicht mehr. Qualifying mittlerweile beendet. Das dürfte uns jetzt dann auch auf jeden Fall mal vorspulen. Es hätte auch so gereicht. Jetzt kommen wir tatsächlich nochmal ein Stückchen nach vorne. Für die Q1-Session ist jetzt am Ende der zweite Platz, also nach Q1. Wie gesagt, war jetzt zielmäßig gar nicht so vorgesehen, dass wir das Ding jetzt überhaupt noch drehen müssen. Ja, gibt aber zumindest erstmal schon einen ersten guten Verdacht drauf, wie das hier aussieht. Also ihr seht schon, es ist relativ eng. Wir bewegen uns ungefähr 6 Zehntel bis in den Top 10 hinein, hinter die Bestzeit jetzt gesetzt von Hamilton. Butler auch weiter auf jeden Fall, da gibt es nichts zu meckern, aber es ist so ein bisschen, ja, mittlerweile, dass man sagen muss, unser Williams ist jetzt nicht mehr das beste Team. Plus wir haben jetzt momentan so ein bisschen das Ding halt auch, wie gesagt, dass die Strecke nicht absolut uns liegt. Was dafür sorgt hat, dass jetzt also die erste Runde mit einer Schluffi-Runde, die ich da gemacht habe, Freunde, da bin ich tatsächlich nicht weit gekommen. Da wäre ich, glaube ich, nur auf 12 durchgewunken worden. So, aber jetzt also auf 2 fühlt man sich dann doch schon ein bisschen sicherer. Wir gucken mal ganz kurz, wer raus ist, noch eben fix raus sind. Oh, Verstappen tatsächlich im Racing Point. Allgemein, Racing Points liegen sie in diesem Wochenende nicht gut da. Okay, alles klar, überrascht mich jetzt. Na, wobei, ja gut, wir haben auch unsere Probleme. Racing Point ist ja ähnlich getaktet wie wir. Ja gut, überrascht mich dann doch wieder eher weniger. Bei der Haas draußen, Kubica, Alla Toro Rosso mal wieder und Alpha. Ja gut, okay, kann man, denke ich, doch so stehen lassen. Wir sehen zu, dass wir weiterkommen. Erstmal jetzt durch Q2, um dann in Q3 zu erfahren, was dann wirklich Phase ist. Aber ich denke, für Q2 sollte es, also dann durch Q2 auf dem Weg in Q3, sollte es noch reichen. Auf geht's. So, Q2, ja genau, Qualifying 2, wir sind gerade auch im zweiten Übergang wieder dritter Sektor, aber ich muss sagen, die Runde war jetzt noch nicht so geil. Befürchte, die wird für Q3 noch nicht reichen. Dafür habe ich mir im ersten Sektor leider 1-2 Fehlerchen erlaubt, im Übergang zum zweiten, aber mal gucken, vielleicht haben wir sogar Glück und das Ding war sogar doch noch irgendwo akzeptabel. Gucken mal, wir gehen mal jetzt Richtung Ziellinie. Ne, damit werden wir noch nicht weit kommen. Wir müssen noch eine zweite auf jeden Fall hinterher stratzen. So, Freunde, ich glaube, ich habe die Zeit gefunden, die uns noch gefehlt hat. Jetzt nur kein Bockmist mehr bauen auf den letzten paar Kurven. Aber wir haben tatsächlich einen schnellsten ersten und einen schnellsten zweiten Sektor jetzt hingelegt. Heißt, das könnte jetzt in eine neue schnellste Rennrunde nochmal münden. Wir gehen jetzt nochmal auf die Startzielgerade, nochmal richtig aufs Gas drauf. Und ich glaube, das ist sogar Platz 1 in Q2. Mist.
nicht ganz. Schade. Naja, gut, okay. Erneut Platz 2, kann man also auch nicht drüber meckern. Wir blicken drauf. 3000stel bis Kwiat. Oh, das tut aber weh. Das ist echt close, aber wichtig ist auf jeden Fall, dass wir durchkommen sind jetzt in Q3. Wir gucken, wer jetzt ausgeschieden ist. Der andere Alpha ist okay, kein Wunder. Die beiden Ferraris, jetzt auch nicht die große weltbewegende Überraschung. Dann Butler tatsächlich, das tut schon ein bisschen weh. Der hätte sich durchaus auch schon nochmal in die Top 10 fahren können. Also Platz 9 oder so hatte ich eigentlich mit ihm schon gerechnet. Dann haben wir hier noch den Mercedes von Hamilton, der ebenfalls draußen ist. Also ein Mercedes, der fährt so schnell kann es tatsächlich gehen. Von Q1 P1 geht es runter auf Q2 P11. Heißt also ausgeschieden. Wir gucken, was dann im restlichen Fahrerfeld noch so rumturnt. Boah, dafür hat sich ein Perez dann wieder ganz gut gerettet. Auf jeden Fall auch nicht schlecht. Und Lucas Seban Toro Rosso hat auch eine sehr gute Performance momentan. Also der bringt auf jeden Fall auch gut Leistung. Das heißt also, wir starten mit den letzten verbleibenden 10 Fahrern in Q3 rein. Jetzt geht es um die Wurst. Wir gucken, für was für einen Startplatz es am Ende reicht. So, Runde 1 in Q3. Der altbekannte zweite Sektor ist natürlich der schnellste jetzt hier. Da waren wir ganz gut unterwegs. Ich weiß noch nicht, kann die Runde jetzt noch relativ schwer einschätzen. Noch läuft sie ja auch noch. Wir sind hier noch nicht durch. Wichtig ist jetzt noch wieder keinen großen Fehler zu machen in den letzten 1-2 Kurven hier. Und dann gucken wir mal, wofür das jetzt hier erstmal reicht. Zack. Gas nochmal, Start-Ziellinie. Platz 5 ist es im ersten Anlauf. Wir packen direkt den zweiten jetzt noch wieder hinterher, Freunde. Den brauche ich jetzt hier gefühlt eigentlich in jedem Qualifying. Dementsprechend werden wir gucken, was danach sich da tut. Aber ich bin da grundsätzlich relativ optimistisch. Ah, das wird schwierig mit der Zeitverbesserung. Wenn, dann muss ich das jetzt im dritten Sektor rausholen. Heißt jetzt nochmal volle Konzentration hier im letzten Abschnitt der Strecke. Aber wenn ich das rausholen möchte, dann jetzt noch hier. Qualifying mittlerweile beendet. Oh ja, tatsächlich, da lagen noch mal 1-2 Zehntel auf der Strecke. Letzten 2-3 Kurven. Und noch mal aufs Gas. Und ja, eine Zehntel ist es noch mal. Das wird uns noch ein bisschen nach vorne bringen. Das ist ein bisschen enttäuschend, aber im Rennen haben wir immer noch die Chance, etwas zu holen. Oh, und es ist am Ende nur Platz 6. Hm. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Bottas, Weber und Nico Hülkenberg. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Ja, es liegt alles sehr eng beieinander. Das muss man tatsächlich sagen. Bottas holt sich jetzt erstmal die Pole. Dann haben wir Weber im Toro Rosso tatsächlich auf 2 auch echt überraschend. Aber der hat die ganze Woche schon anscheinend so starke Pace. Die beiden Renaults auf 3 und 5. Der erste Red Bull auf 4, wie auf 6. Racing Point, Sergio Perez, so muss richtig. Nicht Pierre Gasly, Sergio Perez auf der 7. Kwiat auf der 8 mit einer halben Sekunde Rückstand. Dann die beiden McLaren, die sich hier so ein bisschen reingeschlichen haben in Q3. Dann doch mit deutlichem Abstand 0,7 bzw. eine Sekunde. Ja, Platz 6 ist tatsächlich, ja, es ist auf jeden Fall noch lösbar, aber es gibt bessere Startpositionen. Aber es ist nicht so, als ob man auf Abu Dhabi nicht überholen könnte. Heißt, das war also das letzte Qualifying, was wir in Williams bestritten haben. Auf jeden Fall nochmal die gesamte Pace in der vollen Stärke genossen. Jetzt also, Freunde, zieht mit mir den Hut, ne, es wird Zeit. Genießen wir die Show, das letzte Rennen im Team Williams für uns. Willkommen auf dem Yas Island Circuit, dem Schlusspunkt einer weiteren spannenden Saison der Formel 1. Wir lassen dieses atemberaubende Jahr auf einer Strecke ausklingen, die in ihrer kurzen Geschichte schon viel Ruhm und Kummer gesehen hat. Es ist Zeit, die Saison mit Stil abzuschließen. Es ist Zeit für den Abu Dhabi Grand Prix. Der Marina Bay Street Circuit ist 5,4 Kilometer lang und wartet mit 23 Kurven und 2 sehr langen Geraden auf. Die DRS-Zonen vor den Kurven 8 und 11 bieten gute Überholmöglichkeiten. Die Strecke verfügt aber auch über einige tückische Kurven, insbesondere 15, 16 und 17 haben es in sich. Da werden die Bremsen auf eine harte Probe gestellt. Zum letzten Mal in dieser Saison darf ich neben mir Stefan Römer begrüßen. Was war das nur für ein Jahr, Stefan? Es hat richtig Spaß gemacht. Wie fühlst du dich jetzt, wo wir so kurz vor dem Finale stehen? Es war eine atemberaubende Formel-1-Saison und ich glaube, dass es heute Nacht noch einmal richtig zur Sache gehen wird. Wir sind um die ganze Welt gereist, aber es ist immer noch alles offen und heute wird die Entscheidung fallen. Es ist immer wieder aufregend, nach Abu Dhabi zu kommen und ich hoffe, wir erleben heute den krönenden Abschluss einer ganz besonderen Saison.
Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet. Der Finne startet von der Pole mit Lukas Weber daneben. Im Rest der Startaufstellung haben wir Gasly, Ricciardo, Busch und Perez. Quert, Sainz Junior, Hamilton und Devin Butler. Leclerc, Vettel, Max Verstappen und Kubica, Stroll, Norris. Er hat eine Gridstrafe erhalten. Kevin Magnussen und Kimi Räikkönen. Hülkenberg und Romain Grosjean befinden sich am Ende der Startaufstellung. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Wir müssen Punkte machen, wenn wir Aussicht auf den Titel haben wollen. Ja, Freunde, und damit übernehme ich an dieser Stelle mal wieder. Also, was kann man sagen? Es ist natürlich das große Finale jetzt für uns im Team Williams. Darauf kommen wir gleich zu sprechen, eben ganz kurz zur Rennsituation. Ja, wie im letzten Jahr auch, habt ihr gesehen, einige Teams, die jetzt mit Gridstrafen im Ende der Saison unterwegs sind. Klar, ne, jetzt können auch einige Leute einfach, deren Saison halt auch vorbei ist, ne, die können dann halt auch sich nochmal neue Teile ziehen gehen. Besser, als wenn du hinten raus nochmal ausfällst und einfach mal gucken, was du so, wenn du ein bisschen Push machen kannst. Dementsprechend, also wir einen vorgerutscht jetzt auf Platz 5 statt 6. Starten, nehmen wir auch noch mal ganz gerne mit auf jeden Fall. Das ist nicht allzu übel. Wenn ihr jetzt hier gerade mit Punkten und Titeln und Hass nicht gesehen arbeiten, ne, nicht wundern, Leute. Also natürlich, Fahrerweltmeisterschaft gehört uns, keine Frage. Das habt ihr vorhin im Punktestand auch gesehen. Aber ne, es geht halt auch um die Konstrukteursweltmeisterschaft und die Ausgangssituation ist dafür, ich sag, es ist nicht unmöglich. Butler ist ja auch noch dran. Also von daher, wenn wir jetzt hier heute vielleicht irgendwie schaffen, unsere beiden Fahrer, also uns und Butler, ins die Podiumränge zu heben, dann wäre das tatsächlich vielleicht sogar echt noch drin. Dementsprechend wollen wir auf jeden Fall nochmal alles geben. Wir verdanken dem Team ja auch vieles. Ne? Das hat uns jetzt letzten Wochen und Monate durchaus begleitet und dementsprechend würde ich sagen, versuchen wir mal den Abschluss zu erreichen. Wir gucken auf die Boxenjob-Strategie. Wir haben eine 1-Stop, 5 Runden Softs, 9 Runden Mediums. Das geht, denke ich, in Ordnung. 2 Runden mehr Sprit ist ein bisschen viel zum Böllern. So viele Überholmöglichkeiten habe ich jetzt auch nicht. 1,5 müssen es eigentlich auch tun. Machen wir mal so, wir nehmen 1,5 mit. Mal kurz gucken, jetzt nicht, dass die Strategie verwechselt. Gut, sehr schön. Also das klappt dann soweit. Ja, Strategie haben wir zusammen. Ich nehme euch nochmal mit für die Aufwärmrunde, Freunde, dass ihr natürlich auch nochmal die Strecke hier wieder ein bisschen in Erinnerung kriegt. Also, zack, los geht's. Sag mal, oh. Gut, okay, so einen Start sollte ich gleich besser nicht hinlegen. Einmal jeden Gang zu schalten. Wir müssen vor dem Start sicher gehen, dass die Kupplung funktioniert. Wir sollten die Reifen und Bremsen auf Betriebstemperatur bringen. Aber der Motor darf nicht zu heiß werden, also pass auf, dass die Drehzahl nicht zu hoch wird. Insgesamt gibt es hier auf Abu Dhabi, Freunde, 2 große Stellen am Ende, wo es zum Überholen langt. Also wir haben, ja, hier könnte es vielleicht im anderen schon vielleicht klappen, aber das ist ein bisschen sehr risikoreich. Was interessanter wird, sind tatsächlich hier die beiden DRS-Zonen. Das sind so die primären Sektoren, wo es dann zum Überholen geht. Das heißt, wir gehen hier jetzt im Ende des ersten Sektors, oder gehen ersten Sektor hier in die Haarnadel und dann auf die DRS-Gerade. Das ist die längste DRS-Gerade oder die längste Gerade, die wir hier auch im gesamten Rennen haben. Dort, also hier, ne, Freunde, auf jeden Fall Überholmöglichkeit Nummer 1 und Überholmöglichkeit Nummer 2 folgt dann gleich quasi direkt da zum Anschluss. Mal ganz kurz eben den Wagen ein bisschen treten, ne, dass man auch merkt, dass er hier läuft. Ach, Freunde, macht das Spaß hier, ne? Ja, PS-reiche Boliden zu fahren ist immer was Feines. Ne, also wie gesagt, hier jetzt dann in die kleine Schikane und dann geht es direkt drauf auf die zweite DS-Gerade und ja, mit dieser zweiten DS-Gerade hier nochmal etwas kürzer die ganze Geschichte. Nochmal vielleicht die Möglichkeit für einen Konter oder sowas in der Richtung, also das sind so die beiden primären Aktionen, worauf es sich beschränkt. Wir haben ansonsten, hoppala, ich hoffe mein Flügel, Sekunde, ach, der lebt noch, gut, okay. Aus Einführungsrunde entfernt, ja gut, okay. Alles klar, das war jetzt gerade misslich, da habe ich jetzt gerade zu spät auf Bremse gerückt, also jetzt dementsprechend werden wir zur Startaufstellung reingeglitten. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem großen Preis von Abu Dhabi, ich hoffe es gefällt euch. Ein letztes Mal also fahren wir für Williams, auf geht's. So, und damit kann er losgehen, der große Preis von Abu Dhabi, auf geht's. Hier gucken wir wegkommen. Oh, der Start war in Ordnung. Der Reifen drehen sich ein bisschen. Wir verlieren hier jetzt erstmal einen Platz in der Inlane. Wenn wir nicht aufpassen, wir vielleicht einen zweiten. Kleine Schubserei. Wir haben jetzt noch wen neben uns. Oh, das ist ganz schwierig. Hier jetzt wen neben sich zu haben. Ein bisschen hier von der Strecke weg. Gut, das reicht aber auch, damit wir stehen. Das heißt, also jetzt haben wir unseren original sechsten Qualifying-Platz erstmal wieder. Ja, gab schlimmere Starts, gab aber auch schon bessere, würde ich mal schwer behaupten. So, wir gehen jetzt gerade auf die lange Gerade, mittlerweile schon Runde 2, also es tut sich momentan noch wenig.
Es ist ohne DRS tatsächlich also nicht so wirklich möglich, da vorne irgendwie großartig ranzuziehen. Hinter uns tut sie aber auch noch nicht so viel. Das heißt also, wir verweilen hier erstmal auf Platz 6. Ich denke, mit dem DRS dürfte da jetzt dann gleich ab der nächsten oder übernächsten Runde so ein bisschen Bewegung reinkommen, die Angelegenheit. Solange verweilen wir erstmal dort, wo wir sind. So, nun sind wir auf der DRS-Geraden, aber ich befürchte, nach vorne wird das eher weniger, was ich muss mich fast eigentlich eher um hinten sorgen. Also die ziehen uns da vorne jetzt gerade tatsächlich so ein bisschen weg, diese Kette da mit dem Red Bull anführend, der Renault dahinter und dann Perez. Also, das gefällt mir nicht, Leute. Die Jungs machen momentan gut Action und ich habe da halt das Problem, ich komme da echt kaum hinterher, beziehungsweise kann da momentan nicht so richtig Schritt halten. Ja, ich muss gucken, irgendwie brauche ich einen gescheiteren Rhythmus. Mein Rhythmus hier auf der Strecke ist noch nicht so gut. Wobei, der Ausgang war jetzt ganz gut. Ausgezeichnet, das ist eine neue schnellste Rundenzeit für dieses Rennen. Wir haben jetzt tatsächlich die schnellste Runde geschafft, aber für einen Angriff von außen reicht es hier leider noch nicht ganz in der Kurve. Schade drum. Dafür vielleicht ja jetzt auf der DRS gerade. Wir sind hier ein Stückchen zu weit weg. Aber da vorne kommt Betrieb rein. Ricardo und Gasly sind das da im Duell. Zu zweit nebeneinander. Das macht Perez natürlich auch langsam, aber noch nichts, wo wir da so richtig in irgendeine Lücke reinstechen könnten. Schade. Wir sind wieder auf der Startziel okay, gerade. Das Boxenstopp-Fenster hat sich geöffnet. Das Boxenstopp-Fenster ist jetzt offen für dich. Okay, jetzt müssen wir tatsächlich dann diese Runde reinkommen. Ja, ist vielleicht auch besser so, denn jetzt haben wir das Problem auch hinter uns. Ihr seht es vielleicht. Ist jetzt mittlerweile auch Butler angekommen, der sich schon ein bisschen vorgekämpft hat. Nur dass wir das Problem haben, dass wir an den Jungs hier vorne nicht vorbeikommen. Was ich sagen wollte genau war, also Butler jetzt hinter uns, wir kommen mal vorne nicht direkt dran vorbei. Ich hoffe jetzt, dass sich das dann vielleicht irgendwie im Boxenstopp oder so ändert. Oh, ihr seht nämlich, weil dieses Duell da vorne macht einen natürlich dann auch ziemlich langsam, weil wir können sich da vorne halt nicht einmischen. Und ja, die Jungs fighten halt, als geht es um ihr Leben, aber es hält uns halt auf und das kann halt kein Mensch gebrauchen. Oh, Jungs, was macht ihr da? Eieiei, das war ein hartes Battle zwischen den Freunden da. Und Freunde, wir gehen da tatsächlich jetzt vorbei. Zwei auf einen Streich. Ja, super. Jetzt bringt mir das eigentlich auch nichts mehr, weil wir jetzt eigentlich in die Box müssen. Gehen wir jetzt dann rein? Lasse ich die jetzt hinter mir? Nee, Freunde, vergiss das. Wir gehen rein. Also das ist auch, wenn ich jetzt... Hoppala. Hoppala. Das war knapp. Auch wenn ich jetzt die beiden da habe hinter mir lassen können. Ricardo, fahr mal eben bitte. Ich muss in die Boxengasse. Wir gehen jetzt trotzdem rein, weil das war mir jetzt dann doch ein wenig zu heikel. So, dann überlassen wir jetzt mal den Jungs hier den Boxenstopp. Und gucken mal, wo wir am Ende jetzt hier rauskommen. Ich hoffe, das bringt uns auf jeden Fall, wenn wir es da ein bisschen auf freier Bahn pushen können, halt mal weg von diesen ganzen Leuten da. Also wie gesagt, dieser dämliche Dreikampf, der nervt mich ja tierisch. Losfahren, losfahren! So, schöner Stopp, 1,8er Stopp, um genau zu sein. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Ach, dieser Tunnel ist auch was Feines, Leute. Ich sag's euch auf jeden Fall. So, und jetzt geht's da also dementsprechend wieder weiter. So, Boxenstopp also abgehandelt. Wir kommen raus auf Platz Nummer 20, logischerweise. Aber jetzt können wir ein bisschen pushen, Freunde. Sind die Ersten, die jetzt in die Box gegangen sind. Und ich hoffe jetzt einfach, dass wir aus der freien Bahn, die wir jetzt hier vor uns haben, ein wenig was machen können. Wir haben gelbe Flagge, vor uns scheidet einer aus. Oh Mann, ich muss mal gucken, wer das da vorne ist. Wir werden das ja gleich vorbeifahren. Es ist ein Toro Rosso. Es ist der gute Kollege. Oh ne, der fährt ja immer noch. Okay, nee, dann war es wohl tatsächlich gerade nur ein kleiner Unfall, den wir da gehabt haben. Oder ein kleines Abdrängeln. Also tatsächlich, der Wagen steht noch. Aber es wäre der gute Kubica gewesen, den es da ein wenig erwischt hat. Jetzt aber auch die ersten Jungs da vorne an der Box. Das heißt, jetzt sehen wir dann gleich schon mal, ob es für den einen oder anderen hier reicht. Kommt in die Boxengasse. Oh ja, da ist aber auch gerade ein Pulk. Sakra die Motten. Da ist ein richtiger Pulk gerade an der Box. Dann lasst mal sehen, Freunde, wofür das dann jetzt hier erstmal reicht. Also, wir dürfen jetzt den einen oder anderen davon kriegen. Ich hoffe jetzt auch die Red Bull, oder den Red Bull von vorhin. Der ist jetzt da vorne, da ist er, der Gasly. Ah, für den wird es glaube ich nicht reichen. Kurz hier die Rolex oben mal eben mitnehmen. Ne, für den reicht es tatsächlich nicht, aber wir kleben zumindest hinter ihm, sind jetzt also vor auf Platz 13. Für Gasly hat es zwar nicht gereicht, aber zumindest für Perez, ihr seht es hinter uns, also der ist tatsächlich hinter uns, genauso wie halt auch eben der gute Butler. Also doch, es hat uns schon nach vorne gebracht, mindestens einen Platz hat uns die ganze Sache jetzt hier geschenkt. Ich hoffe vielleicht noch, dass wir auch Ricardo dann bekommen können, so wie der in der Box ist. Das wäre noch ganz cool und dann hätten wir sogar vielleicht zwei Plätze durch den Boxenstopp gewonnen.
Das wäre doch im Verhältnis schon mal ganz ordentlich. Jetzt müssen wir nur gucken, ob wir da vorne einen Schritt halten können. Aber ihr seht schon, der Gast, der attackiert da gleich schon den nächsten. Eieiei, nee, da wird es eher schwierig für uns. Boah, Rad an Rad sind jetzt hier Gasly und Kubica. Ich klebe dem Kubica jetzt quasi schon im Heck drinne. Vielleicht jetzt, nee, mit dem Antritt wird es nichts. Aber dann geh jetzt wenigstens bitte in die Box, Kollege. Ja, dank dir. Das will jetzt nicht von dem Kollegen noch aufgehalten werden. Das heißt, er geht in der Box. Ein paar weitere sind jetzt auch noch drinne. So, und jetzt gucken wir mal, wo uns die ganze Geschichte vorspielt. Mit da vorne kommt Ricardo raus. Jetzt müssen wir zeigen, dass wir hier tatsächlich die Zeit nutzen konnten. Und ja, wir stecken den locker in die Tasche, Freunde. Wir stecken ganz locker in die Tasche. Und auch, glaube ich, sogar den einen oder anderen Wagen sogar noch dazu. Auf jeden Fall sind wir das Boxenstopp bereinigt. Und momentan auf P4, Freunde. P4 für uns. Ja, und wenn wir so nah davon rankleben, da will ich mich ja nicht lumpen lassen. DRS auf. Fettes Gemisch ist drin. Denn hier ist tatsächlich das Podium, Freunde. Wir gehen ins Duell Rad an Rad mit Pierre Gasly jetzt hier für die Schikane. Wir haben die Innenbahn, er leider für die zweite Außenseite. Ne, der muss ich ihn ziehen lassen. Aber wir kriegen noch eine zweite Chance jetzt mit dem nächsten DS. Und jetzt müsste er völlig werden. Jetzt will ich meinen dritten Platz mir abholen. Und da ist er, Freunde. Wir sind damit jetzt auf dem Podest und schieben uns vor auf Platz 3. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 3,7 Sekunden. Ja, fraglich ist nur, können wir jetzt tatsächlich das Treppchen hier behalten und wie sieht das nach vorne aus? Also hinter uns haben wir tatsächlich schon eine kleine Lücke gerissen, da auch jetzt Perez sich da an Gasly vorbeigeschmuggelt hat. Nach vorne muss man sagen, sind es aber leider schon über 2,5 Sekunden Abstand, die Jungs da vorne haben. Heißt, das könnte definitiv schwierig werden. Ich kann nur beten, dass die sich da jetzt im Rennsieg oder um den Rennsieg extrem fighten werden, dass wir vielleicht dadurch noch eine Chance haben ranzukommen. Ansonsten nach 5 Runden... Kommen wir mit dem Benzin noch raus. Ja, da müssen wir schon echt Zeit gut machen auf eine Runde. Ich weiß es noch nicht, Leute. Ja, wobei man sagen muss, der Abstand ist die Zone kleiner geworden. Wir hauen auch gerade hier konstant relativ gute Rennpace aus dem Wagen raus. Problem ist halt wirklich nur, dass es auch noch unser fettes Gemisch langsam zu Ende geht. Also eine Runde geht vielleicht noch, aber danach muss ich auf Standard mal umschalten. Also ich befürchte leider von den beiden Jungs davon, auch wenn die so hart am Fighten sind. Weber ist gerade auf die Spitzenposition gefahren. Die immer wieder in Rotation. Ich glaube, es wird schwierig, Leute. Ach, das wird... es ist noch nicht unmöglich, der aber Abstand zum Auto vor unwahrscheinlich. Dir beträgt 2,0 Sekunden. Wobei man doch sagen muss, deren Duelle kosten die Jungs echt Zeit. Beziehungsweise man muss jetzt gerade so ein bisschen abreißen lassen. Ich weiß es auch nicht so ganz warum, aber der wird jetzt gerade ein wenig langsamer. Wir sind jetzt hinten drin so ein bisschen bei dem Kollegen. So, jetzt nochmal gut hier aus der Kurve rauskommen. Das wäre natürlich jetzt stark. Wir versuchen das jetzt nochmal mit einem Angriff. Ja, komm, wir versuchen es nochmal. Okay, komm, DRS auf. Windschatten ist da. Wir ziehen uns ran, wir saugen uns ran. An Weber. Weber hat jetzt aber natürlich die Innenseite. Er sticht da gegen Bottas. Vielleicht sogar noch, wie jetzt die Innenseite für diese Kurve. Oh nee, shit, Huckel. Hat nicht gereicht. Okay, komm, einen Anlauf haben wir noch. Einen Anlauf haben wir noch. Danach muss ich Benzin umschalten. So, jetzt nochmal. Ran an Weber. Über die Außenseite, später auf der Bremse, Fragezeichen, schaffen wir das. Außenseite, Innenseite für die nächste Kurve. Sehr schön. Und wir packen es und holen uns damit tatsächlich jetzt doch sogar nochmal den zweiten Platz. So, und eine Runde später, Freunde, winkt uns jetzt tatsächlich doch vielleicht sogar die Führung. Wir gehen raus auf die lange Gerade. Wir haben jetzt zwar kein fettes Gemisch, aber wir haben das DRS und das wird Bottas definitiv nicht haben. Hinter uns natürlich Weber auch dementsprechend eingepackt. Ja, wir kommen gerade im Windschatten, gehen über die Außenseite. Das wird ganz locker reichen, um sich den ersten Platz zu holen. Jetzt ist nur die Frage, kann Weber hier nochmal mitmischen? Nein, kann er nicht. Sehr schön, bleibt also erstmal hinter uns. Gut gemacht, super überholt. Dafür kassieren die Jungs jetzt, glaube ich, das DRS wieder auf der anderen Seite. Oh ja, ey, was habe ich mich jetzt hier für einen Teufelsritt eingelassen? Da kommt Bottas. Auf der Außenbahn kontert wieder, ja, und holt sich dementsprechend die Führung zurück. Wir fallen wieder zurück auf Platz 2. Also ich muss schon sagen, man kommt sich so ein bisschen vor wie bei der Sendung damals Kindergarten, sei schon Kika, 1, 2 oder 3, falls ihr es noch kennt. Einer der Plätze wird sie auf jeden Fall werden. Wir ziehen jetzt erstmal wieder an Bottas hier in dieser Bahn vorbei. Oh, da versucht doch selber was innen. Nee, das möchte ich jetzt nicht haben. Dankeschön, da stelle ich jetzt mal in meinen breiten Williams-Arsch rein. Und dann jetzt hier wieder auf die Gerade. Da dürfte jetzt wahrscheinlich schon direkt der Konter kommen von Bottas. Da kommt er mit dem DRS. Wir sind auf der Innenbahn, wobei das ist noch nicht ganz sicher. Wir gehen später auf die Bremse. Wir sind nämlich in der Innenseite dieser Kurve. Er hat jetzt die Innen für die nächste. Wir wieder für die nächste. Immer noch Rad an Rad mit dem Kollegen von Mercedes. Aber dieses Mal können wir es tatsächlich verteidigen, Leute.
Das erste Mal, dass wir es geschafft kriegen, das Ding zu verteidigen. Und jetzt heißt es richtig aufs Gas drücken, Leute. Wir gehen jetzt auch gleich in die letzte Runde, wo ich euch natürlich mitnehmen werde. Keine Frage. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. In die letzte Runde mit dem Williams. Und hier geht es tatsächlich jetzt auch um den Rennsieg als Matt. Da gibt es nochmal richtig das fette Gemisch, dass es rausgeballert wird. Das lasse ich mir nicht mehr nehmen, Leute. Also rauf auf die Piste in die letzte Runde. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Packen wir es tatsächlich hier noch in der letzten, im letzten Rennen hier für Williams nochmal den Sieg rauszuholen. Letzte Runde. Es wird jetzt nochmal richtig kritisch, nochmal richtig eng. Hier nochmal mit Vollgas durch die Kurven durch. Und jetzt haben wir gleich kein DRS. Oh Mann, ey. Ich zitter jetzt schon davor. Ah, da muss man durch. So, da werden wir jetzt wahrscheinlich gleich abgecatcht. Heißt, wir müssen jetzt hier richtig aufs Gas treten. Und dann gleich in der anderen Ecke da vorne, die zweite DRS gerade, da muss der Konter gleich von uns sitzen. Oder werden wir nicht abgefangen? Oder reicht der Williams-Motor tatsächlich? Der reicht aus. Der reicht aus. Die kriegen uns hier nicht. Nicht auf dieser Gerade hier. Okay, das heißt jetzt die letzte DRS gerade. Letzten Mal die Chance jetzt hier für Bottas vielleicht nochmal reinzustechen. Aber auch das sieht gut aus. Auch das sieht sehr gut aus, Leute. Oha, oha. Packen wir das tatsächlich noch. Die letzten paar Kurven, die uns jetzt vom Rennsieg trennen. Jetzt eigentlich keine normale Überholmöglichkeit mehr vorhanden. Jetzt müssen wir das nur nach Hause tragen. Das sah alles sehr, sehr gut aus bis hierhin. Kommen wir jetzt noch einmal durch den letzten Sektor durch. Oha, Freunde. Ist das spannend. Oh, nochmal in die Linkskurve. Sehr gut. Und die letzten zwei Rechtskurven, Freunde, die uns jetzt von dem Rennsieg noch trennen. Schaffen wir es tatsächlich hier nochmal von Platz 6, von Platz 5 aus, schuldig Leute. Von Platz 5 aus hier den Rennsieg einzufahren. Wir schaffen es und wir holen uns nochmal den großen Preis von Abu Dhabi. Einfach fantastisch, du hast den Grand Prix gewonnen. Hier ist nun der Fahrer und fährt gerade in den Parc Fermé. Was für ein wahnsinniger Sieg für Team Williams. Stefan Römer, was denkst du, was hat heute den Unterschied gemacht? Das war ein echter Teamsieg. Sie hatten eine solide Strategie, die gut an die Bedingungen der Strecke angepasst war. Der Fahrer hat alles getan, was von ihm erwartet wurde, um den Plan des Teams perfekt umzusetzen. Ein glänzendes Beispiel dafür, dass das hier ein echter Teamsport ist. Williams hat heute auf der Strecke eine unglaubliche Leistung abgeliefert. Ich bin froh, dass sich die Anstrengungen des Teams gelohnt haben. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Nico Hülkenberg hat heute ausgezeichnete Arbeit auf der Strecke geleistet. Er ist aggressiv gefahren und wusste genau, wann sich ihm eine gute Möglichkeit im Rennen bot. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Ein weiterer deutlicher Sieg für Mercedes, die sich damit den Konstrukteurstitel sichern. Eine unglaubliche Leistung des gesamten Teams. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Boah, Freunde, und was kann es denn tatsächlich für ein schöneres Ende geben aus dieser Formel 1 Saison, als jetzt tatsächlich nochmal diesen Sieg eingefahren zu haben, nochmal mit 26 Punkten, also am Ende den großen Preis von Abu Dhabi gewonnen. Ich denke, wir können uns sehr beglückwünschen, das war wirklich ein starkes Rennen. Ja, wir hatten am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, ich kam auch erst nicht so richtig in den Flow hinein, dann so nach dem Boxenstopp wurde die ganze Geschichte dann besser, haben dort dann direkt tatsächlich uns mal eben zwei Plätze cashen gegangen, sind dann vorgerutscht auf 4, Gasly dann relativ schnell stehen lassen, kostet keinen Windschatten, ja, und dann ging tatsächlich das los, dass wir uns da dann in diesen Dreikampf da doch noch einmischen konnten und am Ende sogar ihn für uns entschieden haben. Puh, hätte nicht gedacht, dass jetzt das letzte Ding nochmal so eine spannende Kiste wird.
Ich dachte, ich mache jetzt nochmal ein entspanntes Rennen draus. Ja, Pustekuchen, das ist jetzt auf jeden Fall nochmal sehr actiongeladen gewesen. Bottas auf 2, Weber auf 3, also am Ende so in der Reihenfolge fahren sie ins Ziel. Perez holt sich dann den vierten Platz ab. Renault das erste Mal in den Punkten hier mit Ricciardo auf Platz 5. Gasly auf 6 ist der erste Red Bull. Butler ist auch schön nochmal vorgefahren von 10 auf 7. Ja, einer wäre da vielleicht sogar noch drin gewesen, aber man will jetzt nicht zu sehr meckern, das ist schon okay. Das sind nochmal 6 Punkte für uns gewesen, Konstrukteurswertung kriegen wir gleich nochmal drauf. Verstappen am Ende sogar noch tatsächlich trotz eines relativ schlechten Startplatzes nochmal 4 Punkte für Racing Point eingefahren, Kvyat 2 Punkte geholt für Red Bull, das ist wohl nicht ganz so überragend, da hätten sie ja ein paar mehr sein dürfen. Aber auch einer der McLaren rettet sich hier in die Punkte rein, holt am Ende einen Punkt, Carlos Sainz, also für McLaren. Dann haben wir auch die beiden Ferrari, der andere Renault, beide Alphas, Hamilton in seinem Mercedes, auch kein gutes Rennen von ihm, Lando Norris, die beiden Haas und noch der Toro Rosso von Robert Kubica. Ja, blicken wir noch einmal abschließend auf die Rangliste drauf. Was ist jetzt also am Ende jetzt hier festzuhalten? Wir sind am Ende also Fahrerweltmeister mit 369 Punkten, 133 Punkte Vorsprung vor dem Zweitplatzierten vor Lewis Hamilton. Ja, muss sagen, es fehlte dann tatsächlich jetzt auch hinten heraus an einem konstanten Kontrahenten. Das sind immer mal wieder andere, die ja so die Punkte eingefahren haben. So, es war auch eine Zeit lang, sah es nach Bottas aus, dann kam Hamilton wieder, aber es war jetzt nicht so, dass du sagen konntest, okay, der ist jetzt so der Konkurrent Nummer 1 und wir waren halt am beständigsten in der Saison. Und das hat uns jetzt am Ende den Fahrertitel einfach eingebracht, muss man erst also sagen. Ansonsten also beide Mercedes, danach beide Red Bulls, danach haben wir Verstappen im Racing Point, Vettel im Ferrari, Toro Rosso, Lukas Weber, Racing Point, Perez und jetzt tatsächlich nochmal auf den letzten Metern holt sich Butler eine Top-10-Platzierung, 104 Punkte, schleppt er sich noch vorbei an Leclerc, war also mal wichtig, dass er das auch noch geschafft hat, mein Glückwunsch dazu. Ansonsten Fahrer ohne Punkte, Magnussen, Kubica und Grosjean, beide Haas tatsächlich ohne Punkte, ach du Heilige. Das heißt, der Konstrukteurliste wiederum gerechnet tatsächlich Haas ist ein Team, was am Ende ohne Punkte geblieben ist. Ei, das tut weh. Konstrukteurstitel darf jetzt am Ende jetzt nicht mehr greifen. Wir konnten zumindest Red Bull halt hinter uns lassen. Aber für Mercedes, ja, Freunde, dafür hätten wir tatsächlich von Butler nochmal auch ein starkes Teams gebraucht. Wobei ich muss kurz drüber nachdenken. Nee, das hätten wir nicht mal geschafft. Nee, dafür hat Bottas zu viele Punkte geholt. Schade. Also dafür hat es am Ende nicht mehr gereicht. Aber zumindest, wir können sagen, wir haben es geschafft. Vom schlechtesten Team haben wir Williams wieder in die Top-Ränge gebracht. Wir konnten den Fahrertitel stellen. Also das ist wirklich schon sehr, sehr stark. Ja, und damit geht jetzt tatsächlich eine Ära hier zu Ende, die Ära hier mit Busch in seinem Williams, das war's an dieser Stelle. Wir gehen immer rüber rein in die Interviews und in den Saisonabschluss, Freunde. Gucken wir mal, was da jetzt noch so kommt. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Ach Gott, dich habe ich schon ganz Sie vergessen. Sie haben ja während des Rennens eine regelrechte Aufholjagd hingelegt. Ja, das Triebwerk ist fantastisch. Devin war im heutigen Rennen viel besser als im Qualifying. Hatten Sie das erwartet? Wie fühlt es sich an, mit Ihrem alten Formel-2-Teamkollegen auf dem Formel-1-Podest? Glauben Sie, dass Ihre Rivalität Sie in dieser Saison weitergebracht hat? Ach stimmt, die Rivalität mit Bottas ist jetzt ja durch. Au, das ist natürlich, das ist tatsächlich auch nicht übel gewesen. Klasse, das war dann alles. Sehr schön. Gut, ich hoffe, damit haben wir das jetzt also auch geklärt. Also nochmal tatsächlich die PK. Hatte ich ganz vergessen. Oh, und da hinten wartet auch schon unsere liebe Frau Agentin. Ja, dann lasst doch mal ganz gucken. Also jetzt hier in die Rivalitäten hinein. Ja, wir gewinnen also unsere Rivalität nochmal gegen Valtteri Bottas hier zum Abschluss. Auf jeden Fall sehr schön. Gibt noch wahrscheinlich ein paar Bonus-Ressourcenpunkte, die wir gerne mitnehmen. Und dazu haben wir jetzt noch den Butler hier, den wir jetzt auch am Rande der Niederlage haben, also das dürfte dann nächste Saison auch relativ schnell gegessen sein, wobei, nee, stimmt, das verschwindet dann, ja, ach, entschuldigt Leute, stimmt ja, wenn wir jetzt das Team wechseln, das wird es dann nicht mehr geben, also kein Butler mehr in der Kontrahentenliste. So, blicken wir jetzt noch einmal auf die Ressourcenpunkte drauf, also was wir jetzt hier aus dem Rennen kriegen, das sind nochmal auf jeden Fall, oh ja, ein paar schöne Pünktchen. Sind das? Das dürfte sogar nochmal richtig das Teamzielbonus oben drauf geben. Bonus zum Saisonende sind nochmal 1500 Punkte. Rivalität gewonnen. Oha, das sind nochmal 2800 Punkte. Macht insgesamt 5852 Punkte, die wir dann planmäßig eventuell in unser neues Team mit rübernehmen dürfen. Das ist schon granatenmäßig geil. Boah, damit kann man auf jeden Fall was anstellen, mein Freund. Ich glaube, die Punkte werden wir auch brauchen mit dem, was ich vorhabe. Aber das ist auf jeden Fall schon mal eine fette Ansage. Also damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Ja, qualifizierter zweiter noch besser. Das war das, was wir geschafft haben. So, ja, Ruf geht auch noch bei allen Teams nach oben. Wundert mich das? Nee, nicht wirklich.
Eine tolle Saison. Deine Leistungen waren gut und das gibt uns mehr Spielraum bei Vertragsverhandlungen. Und meine 10% lohnen sich auch mehr. Also genieß die Pause und nächstes Jahr weiter so. Ja, Freunde, und damit geht es jetzt dann alles in die abschließenden Vertragsverhandlungen. So, mal ganz kurz gucken. Kann ich nicht irgendwo mit einem anderen Team verhandeln? Ein Vertragsverhandlung beginnen. Achso, hier unten. Genau, mit einem anderen Team verhandeln. So, Freunde, dann lass jetzt tatsächlich mal Tacheles lesen. Von hier aus können wir das Team ändern, mit dem wir verhandeln. Es gibt schließlich keine Regel, die besagt, dass du immer für dasselbe Team fahren musst. Wenn du hier ein Team auswählst, werden dadurch nur die Verhandlungen beeinflusst. Der tatsächliche Wechsel erfolgt immer erst an dem Rennwochenende, das der Vertragsunterschrift folgt. Ja, Freunde, und dann lass es mal tatsächlich gucken. Also, wohin geht's, Freunde? Ich habe mir lange Gedanken gemacht und ich habe lange hin und her überlegt, was wir machen. Ich hatte auch mehrere Teams auf dem Zettel gehabt, die ich persönlich ganz geil fand. Lasst mal Ausschlussprinzip spielen. Also, Red Bull habe ich drüber nachgedacht, die waren aber tatsächlich, oder die sind mir feldmäßig zu stark. Das ist so eine Konkurrenz, die möchte ich eigentlich auseinanderreißen. Das passt so. Renault hatte ich lange auf dem Zettel gehabt, die haben jetzt aber im Endspurt auch nochmal richtig aufgeholt, sind jetzt auf jeden Fall auch ziemlich weit oben mit dabei. Fällt für mich auch raus. Racing Point ist mir persönlich ein bisschen zu Williams ähnlich. Das ist quasi, ja, wenn ihr anfangt, so ein bisschen Williams und besser. Auch nicht so, was ich haben wollte. Toro Rosso kommt für mich in Frage, weil das das schlechtere Red Bull ist. Mercedes war auch sehr, sehr lange auf dem Zettel. Habe ich auch stark überlegt, ob wir vielleicht Mercedes nehmen sollten. Da habe ich tatsächlich ja auch lange hin und her überlegt, ob wir die vielleicht nehmen sollten. Lass ich nochmal offen. Williams fällt natürlich raus. Ferrari ist natürlich auch eine Posse, wo man definitiv drüber nachdenken muss. Natürlich, klar, die haben jetzt auch ein bisschen ihr wisst Bescheid. So, aber boah, ist halt immer auch noch so ein Traditionsteam. Wie gesagt, auch Mercedes in die Richtung. McLaren habe ich auch sehr lange auf dem Zettel gehabt. Ist auch so in die engere Auswahl gekommen. Alfa Romeo und Haas habe ich gestrichen, weil ich wollte mir nicht mal denselben Shit mit Williams quasi mal zwei geben. Heißt, am Ende ist es so ein bisschen eine Geschichte. Es hat sie bei mir entschieden zwischen Mercedes, Ferrari und McLaren. So, und da jetzt also ein bisschen ausschussprinzipmäßig wieder. McLaren ist auch Traditionsteam, was man nach oben führt. Wo ich aber sagen muss, ich kenne viele YouTuber momentan, die ich selber gucke, die spielen mit McLaren. Und dementsprechend fällt das für mich raus, weil ich möchte für mich einfach ein bisschen was anderes haben. Und ich wollte halt für echt eins der zwei, ja du setzt gut, ehemaligen Top-Teams mal fahren. So, und da war immer die Überlegung, Mercedes oder Ferrari. So, und da entscheide ich mich jetzt schweren Herzens tatsächlich. Ich habe jetzt sehr, sehr lange, wie gesagt, hin und her überlegt, entscheide mich jetzt am Ende für Ferrari. Warum? Weil Mercedes steht in Anführungszeichen noch relativ gut da. Ihr habt es auch mal gesehen, sie haben noch die Punkte gut geholt. Und ich möchte jetzt tatsächlich dann... Ja, nochmal zur Konkurrenz rüber. Mercedes ist ja so gesehen jetzt gut, jetzt vor unserem endlichen Durchbruch, was das angeht, dass wir tatsächlich mal die Mercedes-Herrschaft sozusagen unterbrochen haben, war jetzt Mercedes die ganze Zeit lang immer Fahrerweltmeister, Konstrukteursweltmeister und Ferrari hat immer jetzt in den letzten Jahren eigentlich, ja, seit Raikön, ne, haben sie in die Röhre geblickt. Gut, Alonso war auch noch, ja gut, stimmt, das war auch noch sehr eng, die Geschichte damals, aber sie haben immer so ein bisschen in die Röhre geguckt und es wird endlich Zeit, dass mal wieder wer kommt und Ferrari an die Spitze führt, Freunde. Und wer bietet sich da besser an, als derjenige, der es geschafft hat, aus Williams ein Spitzenteam zu basteln, nämlich als Bernie Busch, tatsächlich auch als Deutscher, ja, vielleicht sogar der legitime Nachfolger eines gewissen Schumachers. Also, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall etwas, wo wir da uns wirklich also schon einer sehr harten Aufgabe widmen, aber halt auch einem absoluten Kult- und Traditionsteam, was wir versuchen, wieder anzuspielen. Also, die Roten sollen es am Ende werden. Scuderia, Ferrari, Freunde, und wir lesen mal ganz kurz durch. Kampf um den Titel. Dieses Team gibt sich in Rennen nur mit Meisterschaften und Siegen zufrieden erwartet. Fahrern das höchste Niveau, Freunde, und wir wollen auch das höchste Niveau bringen. Das ist ganz klar. Teamleiter ist halt Binotto, Quartier logischerweise Maranello und Italien. Autohersteller ist natürlich Ferrari selbst. Wir kriegen auch tatsächlich mal unsere eigenen Motoren. Das soll man auch mal sich mal ganz kurz merken. Und ja, gut, das ist der SF90, mit dem wir halt fahren. Gut, das ist jetzt nicht die große Überraschung. Aber Freunde, mit dem möchte ich verhandeln. So, wenn du das Team wechselst, verlierst du alle Ressourcenpunkte deines vorherigen Teams, übernimmst den Fortschritt deines neuen Teams, das seinen Magen möglicherweise anderer weiterentwickelt. Auch deine Rivalitäten werden zurückgesetzt. Schade, ich dachte, wir könnten die tatsächlich übernehmen, aber ist okay, dann hat jetzt dann...
kann ich auch mit leben. Wir kriegen dann das, was sozusagen noch aus der Ferrari-Ecke übrig ist. Und die ganzen Ressourcenpunkte, die wir jetzt gesammelt haben, damit kann dann halt der kommende Williams-Fahrer dann sich rumschlagen. Gut, ich dachte, wir könnten die tatsächlich übernehmen. Ich meine, in frühen Teilen wäre es so gewesen, dass man die übernimmt. Jetzt ist es tatsächlich nicht so. Ist okay, kann ich auch mitleben. Ist natürlich ein bisschen blöde. Ich hätte gerne die 5000 schon mitgenommen. Aber gut, kann ich jetzt im Endeffekt auch mitleben. So, dann lasst mal sehen. Also, ich brauche Vertragsstufe 3 für alles. Ich will den schweren, die schwere Wertung haben. Ich möchte den ersten Fahrerplatz haben. So, wir gucken mal ganz kurz. Quali-Platzierung und Rennplatzierung hätte ich ganz gerne erstmal auf einer Ebene. Wir fangen erstmal an mit 15 bei beidem. Ah, ist doch ein Stückchen zu viel. Aber das müsste klappen, ne? Ja. Versuchen wir es nochmal. Das müsste klappen. Also, Freunde, so ungefähr sehen dann unsere Ziele aus. Also, Platz 14 soll es erstmal sein. Also, ihr seht schon, Ferrari ist mittlerweile auch halt echt ein bisschen weit weg von dem, was sozusagen nach oben hingeht. Also dort tatsächlich gewisse Rückschritte oder gewissen Minus-Malus müssen wir in Kauf nehmen. Dafür aber halt jetzt alle drei Vertragsboni auf Level 3. Wie gesagt, die Ziele sind nicht allzu hoch gesteckt. Das ist auf jeden Fall was, womit wir es anfangen können. Okay, alle scheinen soweit zufrieden zu sein. Der Vertrag steht. Ich hoffe, du bist bereit, ab dem nächsten Rennwochenende ganz offiziell für dein neues Team zu fahren. Und das bin ich sowas von, meine Liebe. Also, das ist auf jeden Fall ziemlich nice, ziemlich krass. Und damit würde ich sagen, haben wir den Call des Tages dann so ein bisschen rausgehauen auch. Ich weiß, der Part geht wahrscheinlich jetzt schon unfassbar lange. Aber ich möchte mir auf jeden Fall jetzt zum Abschluss der neuen Saison dann auf jeden Fall die Geschichte nochmal geben. Nämlich ich möchte jetzt nochmal ganz kurz eben mit euch über dann jetzt das neue Team dann gleich drüber blicken. Wir gucken jetzt nochmal abschließend eben fix auf die Trophäen der abgelaufenen Saison. Also was halten wir fest, was haben wir diese Saison geleistet? Der schlechteste Platz, den wir hatten, war direkt das erste Rennen gewesen, Melbourne, damals, wo wir den kleinen Crash gehabt haben, wo wir uns als 15. ins Ziel geschleppt haben. Ausnahme davon wäre dann Barcelona auf Platz 9. Das war tatsächlich auch nicht so prickelnd, aber wir haben es tatsächlich geschafft. Und das meine ich halt mit dieser Konstanz. Konstant bis auf das erste Rennen der Saison immer in den Punkten zu landen. Und das hat uns am Ende halt den Titel beschert. Dazu muss man sagen, hat sich auch einige Rennsiege eingesackt. Also gerade ab Belgien ging es dann ja nur noch richtig rund. Also zwei dritte Plätze mit Suzuka in Japan, mit Mexiko, die wir eingesackt haben. Wir haben dazu eingesackt, ja, ganz kurz noch eben die Punkteplätze nochmal eben kurz durchgezählt. Einmal 9, einmal 8, einmal 7, einmal 6, einmal 5, einmal 4. Alles klar, sehr schön. Also das ganze Zahlen-Bingo haben wir auch voll. Ja, wir haben zweimal zweiten Platz in Aserbaidschan, in Baku, Singapur haben wir auch zweiten Platz geholt. Und dann die gesamten Rennsiege. Also Kanada, Montreal, Österreich, Spielberg, Großbritannien, Silverstone, Deutschland, Hockenheim, Belgien, Spa, Monza, Italien, Sochi, Russland, USA, Austin, Brasilien, Sao Paulo und dann noch Yas Marina Island, also der Abu Dhabi Rundkurs. Sind insgesamt also 10 Rennsiege, wenn ich mich jetzt nicht schwerstens erzählt habe, die wir am Ende eingesackt haben, und das ist natürlich auch schon ein fettes Brett. Gut, das also zur Saison Nummer 2. Wir gucken dann jetzt, was also uns im neuen Team so erwarten wird. Aber, Freunde, aber ich bin tatsächlich noch nicht gänzlich durch. Wir gucken mal ganz kurz hier drauf. Also, hier nochmal die ganzen Positionen. Genau, Leistung, Vergleich. Also, Ferrari, ihr seht schon, ist ein bisschen unter dem, was Williams zu bieten hat. Ich bin mal gespannt, wie die ganze Geschichte gleich aussieht. Gucken wir gleich mal drauf. So, bevor es jetzt aber losgeht, kann ich jetzt dann noch eben kurz tappen gehen? Oder wie sieht das jetzt hier aus? Weil, Freunde, ich wollte nämlich noch eine andere Geschichte, genau, richtig, festlegen. Weil wir haben ja schon mal überlegt gehabt, dass wir den Schwierigkeitsgrad mal ein bisschen hochdrehen. Und das möchte ich jetzt ganz gerne noch machen. Wir sind angefangen jetzt mit 19 der Saison. Wir sind jetzt die Saison auf 90 gefahren. Ich möchte jetzt natürlich dann dementsprechend die nächsten 10 Punkte draufpacken. Und wir gehen jetzt hoch von Meister, hoch auf Legende, ist doch von Meister, richtig, auf Legende, hoch auf den 100er Schwierigkeitsgrad. Also nochmal 10 Punkte, die wir zusätzlich dazu geben, um uns auch wirklich richtig zu pushen. Um auch hier weiterhin wirklich immer ja voll am Limit zu sein. Und das möchte ich ganz gerne dann dementsprechend noch mit reinbringen. Mittlerweile möchte ich aber auch noch anmerken, Freunde, Einführungsrunde machen wir jetzt aus. Ich denke mal, jetzt nach der zweiten Saison sollte jeder von euch soweit drin sein, dass er weiß, wie die Strecken aussehen. Und dementsprechend werde ich mittlerweile auf Einführungsrunden verzichten. Also Streckenlayout sollte jetzt hoffentlich bekannt sein. Also 10 Punkte gibt es noch drauf. Mal ganz kurz eben nur für diejenigen, die es wissen wollten. 110 ist das Maximum. Das heißt sozusagen, ein Schwierigkeitslevel können wir quasi noch drauflegen. Wir gehen jetzt aber erstmal auf die 100. Also 10 Punkte nochmal drauf. Das ist auf jeden Fall auch schon mal ein dicker Schritt. Das darf man nicht verkennen. Das wird mir auf jeden Fall auch noch ordentlich Ärger bereiten, aber wir sind jetzt dann auf jeden Fall, was das angeht, schon gut unterwegs. Gut, damit können wir jetzt die Session noch officially starten. So, und damit würde ich sagen, herzlich willkommen, Freunde, bei unserem neuen Team, bei den Roten, bei Ferrari. Okay. Willkommen, wird wohl eine heftige Saison werden.
Ganz ehrlich, die neuen Beschränkungen haben uns übel mitgespielt und unsere Leistung beeinträchtigt. Wir müssen dieses Jahr also dringend aufholen. Wir zählen auf dich. Das ganze Team steht hinter dir. Ah, da übernehmen wir den richtigen Laden. Ich verstehe schon. Ach du Scheibenkleister. Ja, super. Dann hat das jetzt natürlich auch noch so übel mitgespielt. Ein neues Jahr, eine neue Meisterschaft. Ich hoffe, du bist gut ausgeruht. Also mal ganz abgesehen davon, dass du ohnehin dein halbes Leben im Fitnessstudio verbringst. Legen wir los. Danke nochmal für diesen kecken Seitensprung, Freunde. Also, dann würde ich sagen, zum Abschluss der Folge sehen wir uns jetzt den totalen Schaden dann noch einmal an, der uns dann jetzt also hier erwarten wird. Ich sehe schon, 2400 Punkte haben wir. Das ist die Hälfte von dem, was wir gehabt haben. Das ist okay, das ist immer besser als nichts. So, Freunde, seid ihr bereit, sich anzugucken, wie schwer jetzt Ferrari also unter diesem neuen Reglement leidet? Ich befürchte ja tatsächlich, dass wir mit Williams ziemlich krass unterwegs, Williams halt sozusagen ziemlich krass unterwegs sein wird, weil Duff haben krasse Vorarbeit geleistet, haben richtig reingebonert und ich befürchte, Ferrari hat es einfach voll kassiert. So, Binotto heißt uns herzlich willkommen im Team. Dankeschön, also Tür steht uns immer offen, easy. Vertragsübersicht haben wir auch nochmal, wie gesagt, Platz 14, das ist schon der Call, dass ihr das schon mal auf dem Schirm habt, Platz 14, Freunde. Das ist hier die Ziele, mit denen wir uns umschlagen werden, das ist natürlich auch nicht geil. Zielupdate, was haben wir? Qualifiziere ich als 9. oder besser in den nächsten zwei Rennwochenenden, das heißt also einmal quasi in Q3 kommen. Also ein bisschen drüber müssen wir noch, aber das ist so das Ziel, das ist das schwere Ziel, also ihr wisst schon ungefähr, in welchen Ecken wir uns wirklich bewegen. So, Wochenendvorschau, natürlich klar, wir starten mit Australien, auch kein großes Thema, Freunde. Wir gucken jetzt mal lieber, was für Entwicklungen noch gemacht wurden. Es wurde noch ein Update am Verbrennungsmotor gemacht für die Strapazierfähigkeit und eins für die Reifenabnutzung, was das Chassis angeht. Wir haben, oha, ein Regenrennen in Australien zum Start. Oh, das wird auch noch witzig werden, Leute. Oh, das wird auch noch witzig werden. Aber wichtiger ist der aktuelle Stand der F&E. Wir haben tatsächlich also 2400 Punkte übernommen. Und das Teamwechsel. Ach Gott, da müssen wir uns auch erstmal durchfräsen. Genau. Was hat denn die ganze Wechselrochade bewirkt? Also, wir beginnen damit, dass wir jetzt logisch denken. Also, wir gucken es erst hier hin. Ich sehe es nämlich Hülkenbesetz. Wir fangen erst mit Hülkenbesetz. Alles klar. Darf ich das irgendwie runterziehen? Darf ich irgendwie nicht. Alles klar, toll, dass ich das hier nicht runter... Okay, egal, aber ich weiß, dass wir eigentlich der letzte Fahrer da unten sein müssen. Also wir wechseln dementsprechend jetzt von Williams zu Ferrari. Dementsprechend gibt es natürlich etwas Personalrochade, zwangsläufig. Wir haben Hülkenberg, der jetzt also unser Nachfolger wird, von Renault also rüber zu Williams. Williams hält also am deutschen Paket quasi fest. Dann haben wir jetzt dann Renault, die dementsprechend gesagt haben, okay, Hülkenberg verletzt uns, jetzt holen wir uns einen richtigen Top-Fahrer rein. Und haben jetzt gesagt... Alles klar, wir ziehen uns jetzt Lewis Hamilton. Und Renault macht nicht nur so ein bisschen ernst, Renault macht dann nämlich richtig ernst. Weil Hamilton geht, dementsprechend braucht natürlich Mercedes einen neuen Fahrer, sie holen sich Ricciardo von Renault. Und dementsprechend brauchen sie also wie Neues bei Renault und haben jetzt dann dementsprechend den genommen. Haben dann dementsprechend jetzt, nicht nur den, Sekunde, nee, das stimmt ja gar nicht. Die haben jetzt Vettel sich gezogen. Das Vettel von Ferrari, genau, das wäre der Platz, den wir haben. Aber das, was mich jetzt völlig irritiert ist, Leclerc ist auch gewechselt. Leclerc ist jetzt rüber zu Toro Rosso und ersetzt dort Kubica, der also halt wirklich eine Niete war. Aber ich hätte es gedacht tatsächlich, dass wir jetzt mit einem der beiden Fahrer hier ein Duett bilden. Jetzt die große Preisfrage, wer ist denn jetzt unser Teamkollege? Also ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ich glaube, wir sollten mal kurz auf die Rivalitäten blicken. Vielleicht lässt sich es daraus ja dann jetzt erahnen. Unser neuer Kollege ist Robert Kubica! Oh, nee. Das Bild stimmt schon gar nicht, der hat keine zwei Arme. Oh nein! Ich wusste ja schon, dass das schlimm wird, aber so wild... Oh nein, ich wollte jetzt mit Leclerc oder Vettel jetzt hier ein geiles Duett bilden und ich krieg dann Robert Kubica. Entschuldigt Leute, meine Träume wurden mir gerade hinterrissen, also richtig rausgenommen. Kleines Trostpflaster ist zumindest tatsächlich behalten wir anscheinend doch die Rivalität mit Butler, das heißt also 250 Graduspunkte holen wir uns da in den nächsten ein, zwei Rennwochenenden dann einmal ab. Immerhin, das ist doch schon mal ein kleines Trostpflaster. So, aber weil es noch nicht heftig genug ist, Freunde, kommt jetzt dann richtig Decke. Wow. Wir sind ziemlich weit hinten.
Wir sind ziemlich weit hinten. Ja, es hat den Kollegen echt ein wenig mitgespielt. Hier ist tatsächlich auch noch ein Antriebsupdate fehlgeschlagen. Gucken wir rein. Also, wir haben Red Bull und Toro Rosso, die beide tatsächlich genauso wie die Jungs von Williams, logischerweise halt doch relativ gut mit den ganzen Upgrades hinkamen. Also die haben tatsächlich es geschafft, das Reglement gut umzusetzen. So, und dann haben wir tatsächlich die alle mit dem rapiden Abbruch. Also, Renault hat richtig auf den Deckel bekommen, Racing Point auf den Deckel bekommen, Mercedes hat auf den Deckel bekommen und so gesehen Haas unten auch noch, aber die sind jetzt tatsächlich ziemlich weit, verhältnismäßig ziemlich weit weg vom Felde. Aber sonst muss man tatsächlich sagen, doch Ferrari hat sie noch ganz gut stabil gehalten. Das scheint wohl wegen den anderen Updates zu sein, die wir reinbekommen haben. Aber also Aerodynamik, Freunde, ist nicht das Ferrari-Ding Nummer uno. Gut, kennen wir jetzt auch aus den Testfahrten für 2020. Ne? Barcelona, man möge sich vielleicht erinnern, dass Ferrari mit der Aerodynamik schon mal ein bisschen Probleme hatte, aber joa, also wir müssen gucken, dass wir uns jetzt von Platz wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, von Platz 7 im Felde wieder hocharbeiten. Yay. Gut, okay, und dafür werfen wir direkt mal einen Blick hier auf die ersten paar Komponenten drauf, Freunde, und schauen mal, wie es aussieht. Das wirklich starke ist aber tatsächlich, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet gehabt, weil das war nämlich das, womit ich eigentlich gerechnet habe, dass wir tatsächlich ein großes Problem im Bereich der Strapazierfähigkeit kriegen. Dass wahrscheinlich die nicht gut an der Strapazierfähigkeit gearbeitet haben, aber das haben sie doch schon sehr stark. Und dementsprechend müssen wir da gar nicht mehr so viel tun, Freunde. Ich bin natürlich doof gewesen. Ich habe da einmal abfotografiert, Leute, wie das Ganze denn aussah bei den guten Kollegen von, wie sind sie noch? Von Williams, genau. Habe ich mir das natürlich mal einmal abfotografiert, weil ich das wissen wollte. Wo ich dann quasi jetzt hier wie wo forschen muss. Dafür muss ich jetzt nur mal ganz kurz schauen, wo habe ich das denn, das Bild denn gelassen? Oder habe ich das vielleicht hier auf dem PC abgespeichert? Ne, das habe ich auf dem PC abgespeichert, glaube ich. Das war natürlich wieder besonders klug von mir. Naja, auf jeden Fall, was brauchen wir? Was kann ich jetzt schon sagen? Wir brauchen auf jeden Fall die Upgrades hier noch in die Nummer 2 Upgrades im Bereich der Energiespeicher und im Bereich des Turbos. Das wird tatsächlich erstmal. Ach Gott, das Getriebe Nummer 2 haben wir noch gar nicht. Ach du Heilige, okay, das Getriebe Nummer 2 muss sogar deutlich eher dran. Das brauchen wir erstmal und dann tatsächlich der Turbolader 2 ist auch gefragt, aber für den reizt das Ressourcenpunktemäßig noch nicht ganz. Das müssen wir dann nach dem Training noch machen. Plus, dass wir natürlich noch das fehlgeschlagene Upgrade hier unten im Antrieb haben, was wir natürlich jetzt ziemlich frei Haus bekommen. Das nehmen wir dann natürlich auch nochmal mit. So, wenn wir das jetzt uns jetzt mal angucken, also was brauchen wir im Bereich der Strapazierfähigkeit dann noch, dass wir das strategisch nochmal eben kurz festhalten jetzt hier. Also wir brauchen noch diese beiden auf Stufe 2. Wir haben hier sogar ein bisschen mehr, als ich erwartet hatte. Also das ist sogar über dem, was wir hatten. Also wir brauchen hier zweimal Stufe 2 und wir brauchen noch einen auf das Getriebe. Wenn ich das jetzt richtig im Blick habe. Das heißt also drei Updates im Bereich der Strapazierfähigkeit, ehe wir uns in den Wagen kümmern. Das heißt, damit müssen wir noch so ein bisschen den Anfang der Saison wahrscheinlich totschlagen. Mal kurz überlegen, das dürfte dann so Richtung ja, drei Updates, 3000 Punkte. Ja, je nachdem, ob wir die Teamziele packen oder nicht, ne, so Richtung drittes, viertes Rennen dürfte es werden. Also Richtung Aserbaidschan können wir dann, glaube ich, vielleicht eventuell anfangen, mit dem Wagen in Anführungszeichen normal zu planen. Was natürlich auch ziemlich interessant ist, sind hier diese ganzen Nebenpunkte. Wir sehen schon hier im Bereich des Motors, waren die ja mal völligst abnormal unterwegs. Das haben die ja sehr interessant gemacht. Also sie haben alles, was die Werkseffizienz angeht, vollgeballert. Dadurch sind jetzt tatsächlich die Updates wesentlich, wesentlich günstiger. 50% weniger Ressourcenpunkte brauchen wir für den Motor. Das ist krass. Motormäßig steht Ferrari dafür aber auch schlecht da, aber da müssen wir tatsächlich aufräumen. Das kriegen wir aufgrund der sehr geringen Preise jetzt dann definitiv demnächst hin. Also ich sag euch, motormäßig, das ist auch so ja immer das Kernstück von Ferrari gewesen, dass die einen geilen Motor hatten, Freunde, und den werden wir uns definitiv zurückholen, das kann ich euch jetzt schon sagen. Also an einem guten Motor soll es jetzt hier nicht scheitern. Wo wir ein bisschen was machen müssen, auch hier wieder, ist tatsächlich im Bereich der Qualitätskontrolle. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal zwei Punkte unterbuttern. Im Bereich des Chassis. Das Chassis als solches ist aber tatsächlich relativ stark. Das heißt, das muss auch gar nicht so schnell gemacht werden. Tatsächlich das zweitstärkste Chassis im Feld. Da steht Ferrari tatsächlich verhältnismäßig gut da. Absolut grottig und grauenhaft wahrscheinlich sieht es im Bereich der Aerodynamik aus. Wir haben jetzt hier zumindest, was die Qualitätskontrolle angeht, genügend, dass ich sage, das passt soweit. Hier können wir noch eine Effizienz, einen Windkanaleffizienz noch mit reinnehmen. Es sieht aber auch in Ordnung aus, was tatsächlich den Entwicklungsbau angeht. Also zumindest insofern, als dass man sagen muss, wir sind im Mittelfeld. Also tatsächlich den Dringungsbedarf haben wir so gesehen sogar beim Motor, aber dafür haben wir auch die besten Voraussetzungen. Also so ultra finster, wie ich jetzt erwartet hatte, sieht das gar nicht mal hier aus. Also das geht sogar irgendwo irgendwie noch. Gut, okidoki. Also damit Überblick über die Technik verschafft. Neue Teile sind auf jeden Fall am Start. Müssen wir mal gucken, wie das dann so aussieht. Aber damit haben wir es, denke ich, alles komplett. Das neue Fahrerfeld seht ihr jetzt also hier nochmal links. Könnt ihr euch nochmal anhalten, wenn ihr nochmal was nachlesen wollt. Aber wir wissen jetzt also ungefähr, woran wir sind. Und Freunde, das war's dann also mit der Saison Nummer 2.
mit der Ära im Williams. Wir beginnen eine neue Ära und sie beginnt also jetzt bei den Roten, bei Ferrari. Wir wollen die zurück an die Spitze führen. Ich hoffe, Freunde, ihr seid dann das nächste Mal wieder dabei, beziehungsweise die ganzen kommenden Saisons mit wieder am Start, wo wir dann jetzt also Ferrari versuchen, wieder an die Spitze zu führen. Ich bin an dieser Stelle raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser Part mit wirklich drei Rennen und nochmal Überlänge und hast du nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, wie lang dieser Part wird. Ich tippe mal so Richtung 2 Stunden könnten das vielleicht sogar werden. Ich habe jetzt aber nur so ein grobes Gefühl. Ich kann es euch nicht genau sagen. Müssen mal schauen. Also auf jeden Fall sehr, sehr deftige Portion, das an F1, die ihr jetzt gehabt habt. Aber ich hoffe, ihr seid dementsprechend jetzt auch richtig heiß mit mir zusammen dann also auf den Neustart im neuen Team, Freunde. Also dann ab dem nächsten Mal der große Preis von Melbourne mit Ferrari. Gut, danke fürs dabei sein, Freunde. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder dann mit dem großen Preis von Melbourne, Saisonstart Nummer 3. Bis dann, wünsche euch einen schönen Tag, Freunde. Haltet die Ohren steif, haut rein und ciao. Hat dir das Video gefallen und würdest du gern mehr von sehen? Oder schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das für uns momentan alles nur sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick nicht viel Geld, aber wenn bereits jetzt jeder Abonnent uns diesen 1 Euro geben würde, können wir YouTube bereits Hauptprofi umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir bald unseren Traum von YouTube zu leben Realität werden lassen können.